So, damit hat's offiziell begonnen. Ich kann, glaube ich, noch ein bisschen den Stuhl was weiter hoch oder runter fahren. Gucken wir mal. Was hört ihr denn gerade Schönes, Leute? Oh, sehr Schönes. Sehr Schönes. Wie geht's, Leute? Was ist hier, was ist hier mit dem netten Ping-Pong hier, der hin und her gespielt wird? Guten Abend, Leute. Ja, ich bin schon ein bisschen... Machen wir mal die Musik aus, denn jetzt hört das auf mit dem Spaß. Ich bin schon ein bisschen in Suicide Squad drin. Ich habe gerade eben vorhin, um eben auch für meinen... Für einen meiner Gameplay-Archive-Kanäle die erste Stunde aufgenommen. Da möchte ich halt gerne sauberes Footage haben. Und wer schon mal in irgendeinem Stream dabei war, wird wissen, dass das konzentrierteste, sauberste, beste Gameplay-Material findet man, glaube ich, überall anders. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dann schaust du es dir einfach mal so die erste Stunde an. Das heißt, es ist immer noch Prolog, glaube ich. Also ich habe noch nicht die normalen Outfits für meine Charaktere. Weil das Ganze ist auch so aufgebaut, dass es erstmal mit so einer in medias res Kram anfängt und dir dann dich einmal kurz alle Charaktere spielen lässt, die es gibt, die vier Leute, damit du dann auch so zumindest schon mal, was so das Movement betrifft, eine kleine Auswahl treffen kannst. Und ich muss halt sagen, dass ich persönlich halt Deadshot dann irgendwie schon am interessantesten fand. Also ich meine jetzt so, die krassen Unterschiede hast du eigentlich nur in dem Vertical Movement, also was dann die Bewegungen anbelangt. Und da musste ich halt sagen, dass ich einen Jetpack, mit dem ich mich irgendwie frei bewegen kann, dann doch ein bisschen angenehmer finde. Und hatte mich deswegen für ihn entschieden. Aber ja, das heißt, du hast da kurz so eine Viertelstunde, bevor es dann dir die tatsächliche Geschichte erzählt. Und da sind wir jetzt gerade in Metropolis angekommen. Der Flash ist noch gerade mit Green Lantern sich anbekriegen und gerade wurde die ganze Truppe von Batman auseinandergenommen. So, da befinden wir uns jetzt gerade an dem Punkt. Nur, dass Leute auch so ein Feedback haben, nur so eine Ahnung davon haben. Ich habe noch gar nicht in dieses Menü geguckt. Ich habe mir noch gar nicht dieses Menü angesehen. Und es macht mir jetzt schon... Emotes, wirklich. Oh, das ist halt wirklich der ganze Scheiß obendrauf. Weil ich muss wirklich sagen, dass wenn ich mir so jetzt die Cutscenes angesehen habe, dass wenn ich auch tatsächlich selber gespielt habe, so auch das, gerade so das Traversal, das Movement, tatsächlich halt gut ist, kompetent, es ist dieser ganze Live-Service-Quatsch obendrauf, dass die ganzen Gegner alles wieder irgendwelche Level sind und Farben haben und dann, oh Gott. Und dann jetzt eben zu sehen, dass es noch den ganzen Quatsch gibt, ne, das ist halt wieder auf diesen Online-Koop. Ich hatte auch kurz gedacht, ich hätte den Stream absagen müssen, weil ich erst 3 Versuche gebraucht habe, bevor ich das Spiel starten konnte. Denn ja, das Ding ist, obwohl du kannst es, wie ich das jetzt mache, Singleplayer in Anführungszeichen spielen, aber es ist always online momentan. Du kannst es nur spielen, wenn du eine konstante Verbindung zu den Warner-Servern hast. Und als ich das gestartet habe, habe ich 3 Versuche gebraucht, bevor das überhaupt dann, oh ja, du darfst jetzt anfangen zu spielen. Und es braucht ein halbes Jahr, bis ein Patch rauskommen wird, der das Spiel offline spielbar macht. Oh, das ist wirklich, ich habe nicht mal die Hälfte aller Tutorials unlocked, was? Oh, ja. Das ist halt, also Plus und das Visuelle in der Stadt. Ich finde die Metropolis und wie sie es hier haben, finde ich, sieht einfach absolut scheiße aus. Aber ja, das heißt, du hast direkt schon, weißt du, wenn du ein Spiel einen Store in dem normalen Menü hast, ne, das ist jetzt nicht Startmenü oder so, das ist einfach hier ganz normales Ingame-Menü. Wenn du da direkt schon den Store hast, so, du startest auf deinem Loadout und dann musst du 1 nach rechts gehen, dann hast du direkt schon Social-Geschisse. Dann hast du Store, dann kommt erst irgendwie Codex nach und dann die Informationen. Und dann hast du hier noch irgendwie dein Aussehen. Oh ja, Baby, ich kann meine Emotes benutzen.
Na, deswegen, ich spiele auch jetzt gerade mit Bots. Ich habe da auch keinen Bock irgendwie auf so Multiplayer-Kram und so. Können die sich alles in die Poperze schieben. Das ist mir vollkommen egal. Warte mal, was ist hier Difficulty? Okay, ist der ganz neue, ist es irgendwie ganz normale. You can change, walk in the park, best pay attention, sweating bullets. Das scheint da rechts irgendwie noch was zu geben, was du irgendwie freischaltest oder so, I don't know. Aber ja, das ist der normale, der war von Anfang an. Ich konnte am Anfang nichts auswählen. Aber, also bisher, die Sache ist natürlich, ich habe auch keine Lust, bei solchen Spielen einen Difficulty meistens irgendwie dann hochzugehen, weil das ja dann sowieso irgendein Zahlengeschisse ist. Das heißt, du hast dann bessere oder schlechtere Ausrüstung, die Gegner haben mehr oder weniger Schaden. Und mehr wird dadurch nicht beeinflusst, so. Who gives a shit? Ja, aber genau. Das heißt, Alter, hier so Loadout zu sehen, so. Oh ja, hier sind meine. Ich hab noch nicht gesehen, dass ich überhaupt irgendwas aufgenommen habe. I don't know. Wenn das einfach ein ganz normal story-fokussiertes Spiel gewesen wäre, weißt du, auch gerne mit einer Koop-Kampagne. So Drop-in and out Multiplayer ist ja vollkommen fein, habe ich absolut nichts dagegen. Das wäre einfach so viel besser gewesen. Das wäre einfach, das wäre wahrscheinlich ein richtig, richtig gutes Spiel geworden oder hätte eins sein können, ja. Ich meine alles, ich sehe zumindest noch keinen, habe ich mein Licht mein Lichtwert? Ich meine, den gibt es ja in Grand Blue. Das tört mich da gerade. Ich hab meinen übergreifenden DPS-Schaden irgendwie oben links. Das war's dann irgendwie auch schon, ja. Du hast dir das aber noch nicht verkauft, oder? Doch, ich habe mir das gekauft. Ich hab mir das gekauft, weil ich da ein Video zu machen wollte. Und weil ich das eben auch. Das ist halt so ein. Das ist halt wieder dieses. Das ist das Forspoken aus diesem Jahr. Das ist das Balan Wonderworld aus diesem Jahr. Und das ist deswegen auch ein Titel, den ich mir gerne ansehen möchte. Das heißt, ja, ich habe das wenige Geld dafür geopfert, um Content zu produzieren. Seht ihr mal, Leute. Seht ihr mal, was ich für alles für euch tue. Aber erst einmal noch vielen Dank, Neutronics, für das Prime-Abo und Marco ebenso. Vielen Dank. Warte mal, bis du Foam Stars siehst. Oh boy. Das ist heute rausgekommen, ne? Foam Stars? Heute rausgekommen? Ich wollte das morgen Abend streamen. Ich wollte das einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, ich mag ja Splatoon und ich habe auch. Zumindest von der Beta oder keine Ahnung, was das irgendwie war, habe ich auch eigentlich relativ Gutes gehört. Also ich will dem auf jeden Fall, ich erhoffe mir nichts, aber ich will ihm zumindest mal eine Chance geben, weil es ist ja bei PlayStation Plus drin. Oder zumindest bei Extra, was ich noch habe, bis irgendwie Juli oder so geht meins noch. Dann kann ich es ja mir ausprobieren, Thank you. ja. Kommt ein Video zu Shitism? Shitism, du meinst Silent Hill? Heißt das nicht Short Message? Ich weiß es nie. Warte mal, Silent Hill. Nehmen wir mal an, das ist das, was du meintest, oder? Okay, es ist The Short Message. Okay. Ja, kommt morgen. Kommt morgen. Ich nehme das nach dem Stream, nehme ich sowohl ein Video für Short Message als auch zu dem ganzen Xbox-Kram auf. Da habe ich auch, Alter. Ich habe irgendeinen Kommentar bekommen, wo jemand meinte und dann so, hallo? Hallo, bist du am Schlafen? Hier, die fetten News sind gerade gedroppt. So, warum hast du noch kein Video dazu gemacht? Und dann so, sorry? Entschuldigung, ich habe die letzte Woche daran nebenbei gearbeitet, einen fucking Podcast zu starten. Entschuldigung, kann ich doch nicht rechnen, dass Microsoft so ein PR-Desaster wieder hat. So, ja, das kommt morgen. Ich meine, es gibt aber, du kannst in der Zwischenzeit gerne den Podcast anhören von Ink Ribbon Radio. Da haben wir nämlich gestern die Episode, natürlich Benny und ich, aber auch noch, wir hatten Micha von Insert Moin und Robin von Hooked auch noch da. Und das war ein wirklich hervorragender Podcast, weil es tatsächlich so, wir haben nicht, so Robin und ich waren auf jeden Fall mehr auf der Seite, auf dem Spiel rumzuhacken. Benny war irgendwo so Mediator und Micha fand es halt wirklich gut, die meisten Sachen davon. Und deswegen war das ein ganz interessanter Podcast. Ja. Ich bin dafür, dass man diesen Menüaufbau verbietet, ja. Ich meine, immerhin kann ich die ganzen einzelnen Menüpunkte durchgehen. Immerhin ist es nicht dieses komische Destiny-Menü-Dings,
diesen Destiny-Kreis oder so, den ich dann wie so ein Mauszeiger irgendwie darüber bedienen muss, ja. Alter, ich würde allzu gerne mal so ein Jason Schreier-Reporting hören zu dem Spiel. Ich würde mal wirklich gerne so ganz ehrlich und offen von den von Rocksteady-Leuten wissen, wie die dazu stehen. So mal ganz offen und ehrlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, auch die Leute, die hinzugekommen sind. So, du siehst doch so die Arkham-Trilogie und alles, wofür die ja an sich standen. Und dann willst du ja auch dafür arbeiten. Und die alten Leute waren ja garantiert auch daran interessiert, sowas weiterzumachen. Und dann ist es jetzt so, oh, wir machen jetzt so ein Live-Service-Loot-Shoot-Bla-Gedöns irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist genau wie bei Redfall nachher rauskam. Die Leute hatten da auch kein Interesse dran. Und gerade auch neue Leute, die angeworben wurden, die waren dann so, oh, ihr macht jetzt so ein Spiel? Ich wollte aber eigentlich so an was wie Prey arbeiten. So Dishonored oder so. Dann stell dir mal vor, du kommst dann zu Rocksteady und bist so, ja, oh mein Gott, mein Traumjob, endlich. Und dann kannst du 7 Jahre irgendwelche 85 Waffen mit Farben designen oder so. Oh. Nimura, vielen Dank für das Prime-Abo. Thank you. Vielleicht macht's ja. Ich meine, also spielerisch muss ich halt wirklich sagen, also was das Movement betrifft, gefällt's mir sehr. Es ist halt bisher, dass der Kampf sehr. Also ich sehe nicht wirklich Tiefgang bisher. Ich sehe vor allem, hast du mit Deadshot so einen Counter, den du machen kannst, aber der Counter wird dir vorgegeben. Also das heißt, du hast einen Icon, was bei einem Gegner auftaucht und dann ist es so, mach jetzt den Countershot, damit er die Attacke nicht machen kann und mehr Schaden nimmt. Und das ist so, da gibt es keine Überlegung, was du machst, das ist, du siehst das und dann schießt du da drauf. Das ist dann so, das hat dann Priorität Nummer 1 die ganze Zeit. Und das Combat bisher, auch wenn ich das Movement mag, ist es sehr Whack-a-Mole. So, Gegner tauchen auf und du schießt dann auf Gegner für Gegner für Gegner. Aber so also ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Und dann machen meine CPU-Kollegen sowieso irgendwas anderes. Und ich weiß auch nicht, wie es mit echten Spielern sich anders anfühlen würde. Weil es keinerlei. Also ich habe nicht das Gefühl, dass selbst wenn du in einer Viererparty spielst, dass du irgendwie eine Synergie aus den Figuren entstehen lassen kannst. Sondern jeder schießt halt für sich auf die ganzen Charaktere drauf, ja. Ja, das kommt morgen, das Xbox-Ding. Es kommt morgen eins, weil ich wollte eigentlich abwarten, nachdem gestern die Phil Spencer, der Tweet rauskam, hey Leute, wir haben ja schon für nächste Woche an einem Update gearbeitet, wo ich auch gesagt habe, so, ein Arsch habt ihr gearbeitet, das ist jetzt das ist jetzt all hands on deck. Euch läuft gerade die Message davon. Alle Leute stacheln sich gegenseitig auf und sind im Panikmodus. Und ihr müsst jetzt sehr schnell einen ausführlichen, so quasi ein ausführliches Briefing oder so erstellen. Ich wollte eigentlich bis dahin warten, aber es drehen gerade irgendwie gefühlt alle so am Rad. Und alleine, mich nicht auch die nächsten Tage noch 1200 Mal die Leute danach fragen, bin ich so, okay, dann mache ich einfach ein Video. Und dann mache ich nächste Woche noch ein Video. Und dann ist es halt so, okay. Dann habe ich das Geld für Suicide Squad wieder rein. Mich ja gegen alle, ne, also es war nicht gegen, aber wenn nur gegen mich und Robin. Retengo, vielen Dank für das Abo. Guten Abend übrigens auch. Ich kann Arkham Asylum kann ich sehr empfehlen. Ich mag auch Arkham City immer noch. Knight ist halt ein, das ist so das Gegenteil von einem fokussierten Spiel. Das ist, die einzelnen Elemente aus dem Spiel mag ich alle. Es ist so die Kombination davon. Plus das Kampfsystem ist halt ein bisschen zu hektisch irgendwie geworden. Das war dann, naja, keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das öfter passiert tatsächlich, ja. Was gibt's denn für einen Diskurs um das Buch? Ich habe gesehen, dass das Buch angekündigt wurde. Ich freue mich da mega drauf. Ich finde das super interessant, dann wirklich so einen Deep Dive in eine Firma zu bekommen von ihm. Und Blizzard bietet sich ja an. Blizzard bietet sich ja wirklich an. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt endlich mal so richtig
tiefgründig dann eben auch sehen, wie waren dann die Anfangszeit, wie entwickelte sich das, wie kam das dann eben auch nachher mit der Übernahme von Activision und der ganze Scheiß. Also da bin ich eigentlich sehr interessiert dran, ja. Warum regen sich denn Leute über das Buch auf? Weil Leute sagen, dass es ein Downfall ist? Aber Blizzard hat ja einen Down. Also man kann ja, egal wie man zu den Spielen steht oder so und ob du die aktuellen Sachen magst, ich glaube, niemand kann bestreiten, dass Blizzard einen fucking Downfall hatte. Also ich glaube, niemand kann irgendwie bestreiten, dass solche Katastrophen wie irgendwie das Diablo Immortal, das grauenhafte Remaster von Warcraft 3, komplettes Desaster, was Overwatch 2 einfach nur war. Also das kann man, glaube ich, nicht irgendwie wegreden, dass es da keinen gewissen Downfall gab, ja. Wieso rückt er mit den Infos jetzt erst raus? Aber es ist doch... Es ist doch gut, dass das in diesem gesamten Buch zu haben. Also ich verstehe das nicht. Das ist doch jetzt... Oh, dann hast du das als... Also das verstehe ich wirklich nicht. Ich freue mich drauf. Ich werde mir das wie auch die letzten beiden Bücher von ihm auch sofort wiederholen, ne? Ich bin jetzt 4 Stunden drin, wird im Kampf nicht spannend, aber ich mag den Boomerang und sein Movement. Ich bin bei dem Boomerang, hatte ich so das Gefühl, dass man gerade in dem Effektgewitter vielleicht nachher nicht mehr so gut sehen kann, wie weit der Boomerang genau ist und dann dass die genaue Platzierung von den Bewegungen nicht so gut machbar ist. Deswegen fand ich für mich eben Deadshot mit seinem Jetpack am interessantesten. Aber ich muss sagen, mir gefallen auf jeden Fall die Zwischensequenzen bisher. Also die Dynamik zwischen den Figuren und eben auch so generell das Writing an sich, muss ich wirklich sagen, ist super bisher. Ja. Nee, das Rebirth Direct werde ich mir wahrscheinlich nicht ansehen. Ich glaube nicht, weil ich will dann lieber noch an den Videos arbeiten. Und ich werde eine Demo, wenn sie jetzt eine droppen, werde ich die eh nicht spielen, weil ich fange diese Woche mit Remake an. Und dann werde ich den Monat beschäftigt sein, das zu spielen, will mich darauf fokussieren und dann eben, wenn Rebirth rauskommt, dann das eben spielen. Also das heißt, für die Vorberichterstattung bin ich bei Rebirth momentan raus, weil ich eben Remake jetzt erst nachholen will. Und da gibt es, glaube ich, Leute, die in dem Fall mehr besseren Kommentar geben können zu dem, was jetzt irgendwie in der Demo oder so gezeigt wird. So, ich will mich jetzt auf Remake konzentrieren und dann gucke ich mir einfach Rebirth an, wenn es rauskommt. Die Guys in Kidnapped Flash, which I guess is the other bad news. Batman has also trapped us. I want you back at the Hall of Justice. Go to the other exit and wait for support. Waller out. Welcome to the real Batman experience. Weil zum Beispiel sowas wie das hier gerade, diese, du hattest hier so eine Real Batman Experience, dass eben alle, du hast nach und nach alle 4 von denen gespielt, die dann jeweils von Batman weggedoinkt wurden. Und das fühlt sich an wie so ein, ne, eher so ein geskripteter Moment aus einem Rocksteady-Spiel. Und nichts, was du in so einem Online-Multiplayer-Live-Service-Game irgendwie erwarten würdest. So das beißt sich tatsächlich dann irgendwie damit. Weil ich glaube, wenn du einfach nur rumlaufen und Leute abballern und irgendwie Level farmen willst, dann bist du wahrscheinlich, dann sind die Leute in dem Moment wahrscheinlich so, lass mich doch einfach wieder in die Stadt zurückgehen und Sachen kaputt schießen. Weil das ist zum Beispiel so diese ganzen, du warst doch eben so bei der Justice League und die hatten, ne, weil es ja irgendwie in der Story auch diesen Justice League Day oder so ein Kram irgendwie gibt, und hatten dann so Hologramme von sich vorbereitet, als würden die gegen so Kinder, als würden die mit so Kindern irgendwie kommunizieren. Und das war auch ganz cool aufgemacht, aber du musst dann wirklich, wenn du das alles sehen willst, in dem Moment stehen bleiben und dir 30 verschiedene, oder so 20 lockere Audiologs anhören, die alle ein paar Minuten lang gehen. Und wenn du das mit mehreren Leuten irgendwie spielen würdest, drehen die anderen doch vollkommen am Rad einfach nur währenddessen. The strong man Bane was secretly imprisoned and experimented on in Arkham's depths to create a powerful new strength serum. Oh mein Gott. As a last resort, Joker used his own experimental Titan. Oh, stimmt, das ist ja Kanon. Super serum warped his body to match his twisted mind, but it wasn't enough to defeat Batman.
Das war so eine dumme Idee einfach. Das war wirklich, also... Ich glaube auch nicht, dass sie da bei Rocksteady selber irgendwie stolz drauf sind auf den letzten Bosskampf. Harley Quinn, once a promising young psychiatrist, she returned to the asylum to terrorize it as Joker's sidekick. If Zoe tried to go out dressed like that. Abo-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr. Also es sollte eigentlich dann auch... Ah, hier, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Vielen Dank. Ich habe neulich angefangen, bei Mediamarkt zu arbeiten. Hier sind 4 Euro Umverteilung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, der Job ist angenehm genug. Ich habe ja auch mal ein bisschen Retail gearbeitet. Ich habe ja so ein Dreivierteljahr bei GameStop gearbeitet, zu deren Hochzeit. 2008 an der Köln in der Hohe Straße. Und ja, das war auch wirklich, seitdem ich einmal in Retail gearbeitet habe, achte ich wirklich immer darauf, bei allen Leuten immer so, ne, hier, danke, schönen Tag noch, jedes Mal zu sagen, seitdem. I know, I was on the ground, and so was Batman. The only way to get by in this place is to get ourselves some respect. Fear, that's how we... Einfach die ganzen, einfach die Batman Arkham City. Das ist wirklich nochmal nacherzählt. Es ist halt ein bisschen blöd, weil du hier eben schon durchgelaufen bist. Aber ich mag, dass das die alten Comic-Designs auch sind, ne? Ja, aber wenn du halt, keine Ahnung, ich fand das so, weil ich habe dann gemerkt, so, selbst wenn die Sachen irgendwie scheiße laufen oder so, einfach nur, wenn dann mal ein Kunde oder so dir noch einen schönen Tag wünscht, das war immer so, oh, es gibt doch noch irgendwie was Nettes in der Welt. Ja, und dann wahrscheinlich, hier wahrscheinlich noch City nach, Night nachgebaut. Er sieht halt schon geil aus, ne? In the end, Ivy was more plant than person, yet she chose to help the people of Gotham. She sacrificed herself to neutralize Scarecrow's toxin. Oh, was haben die denn bitte? Slade Wilson, the super soldier known as Deathstroke, came to Gotham that night leading a whole militia, but his vendetta was with one man. So, das ist halt nichts, was du... Das, ich finde, das passt halt null in diese restliche Art von Spiel einfach rein, in den Aufbau. The Diddler. As always, Edward Nigma forced Batman to participate in his riddles, even capturing Batman sometimes. Oh, bitte. bitte machen Sie sich selber darüber lustig. Who was the Arkham Knight? The mysterious figure seemed to aid Scarecrow, but vanished after his defeat. I believe his methods were very similar to the vigilante Red Hood. Ah, okay. Ich hätte gedacht, die würden sich selber mal vielleicht ein bisschen so drüber lustig machen, dass es... Das war einfach so lächerlich damals mit dem... Also, oh Leute, wir haben hier voll den neuen Charakter. Nein, 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 den gab's noch nie. Und einfach alle Fans waren vorher so, that's Jason Todd. No, no, it's definitely not him, guys. Bruce Wayne's apparent death sent shockwaves through Gotham City. It seemed unbelievable. Impossible. Come back anytime. Batman's legacy would live on in many ways. Including persistent underworld rumors of an even more fearsome Edward Ligma. Terror of Gotham's criminals. Das sind die Standard-Untertitel. Would the events you've witnessed not drive any man to a place? Das sind legit die Standard-Untertitel. Ich habe absolut noch nichts eingestellt. Wo haben wir? Wo sind? Warte, hier und dann Gameplay Interface ist das? Oder ist es Audio? Ah, da. Subtitles. Show me what you got! Machen wir mal Medium. The darkness? Was ist immer noch? Oh, weißt du, wenn der Bildschirm einfach schon so voll mit Sachen ist, vielleicht wollten sie es dann nicht irgendwie noch größer machen. Lass mal kurz gucken, wie sie jetzt aussehen. Laszlo Valentin is once
Aber der Name ist immer noch so. Warte mal, jetzt. Ah, jetzt. Jetzt wird's. Jetzt muss ich nochmal. Ich muss nochmal Start drücken, weil ich war gerade sagen, so Jack Ryder war immer noch. Aber das ist irgendwie ein bisschen zu. Ja, ich lasse einfach mal lieber zu groß als zu klein, wenn es irgendwer lesen will. You ate a lot of lead paint growing up, didn't you, Boomerang? Yeah. And? Let's get back to the hole before Walter. Oh, wer hat sie? Na Leute, habt ihr sie vermisst? Die Koop-Türen, die guten Koop-Türen der siebten Konsolengeneration. Oh, da werde ich direkt wieder ein bisschen nostalgisch für die Xbox 360 Zeit. Yo, Knirbel, vielen Dank für das Prime-Abo. Guten Abend. You'll find Lantern set up in some bullshit-ass construct castle. You jealous, Deadshot? You sound jealous. Lantern's fortress is very impressive, but our orders are to return to the Hall of Justice, not marvel at his powers. Boah, ich dachte, ich hatte so einen kurzen Moment Angst, dass die Verbindung zum Server irgendwie unterbrochen werden. Ja, weil es sieht halt einfach, ich finde immer noch die Metropolis. So, du hast gute Designs, wie hier, ne, so dieses Batman-Poster, das sieht richtig cool aus. Du hast hier so ein bisschen das Vernon Plaza, Türkis, bla bla bla, aber die meiste Zeit guckst du irgendwie rein. Und es ist irgendwie nur so bla und weil dann, oh ja, guck mal, wie viel Terror hier ist, deswegen hast du überall diese Staubwolken drin. Und ich finde einfach, das ist nur so Visual Noise die ganze Zeit. The deal is, you keep asking and I'm gonna put these size 11s up your narrow ass. Ooh, that means it's embarrassing, yeah? Lay off, Boomerang. A man's backstory is personal. Special. Yeah. Thanks, Quinn. And probably involves long-lost twins of another race. Whee! So, ich habe bisher auch noch keinen wirklichen Grund mit den Leuten dazu, also mit den Gegnern irgendwie zu interagieren. Ich habe zwischen ein paar Missionen mal so ein bisschen gegen die gekämpft und dann war ich irgendwie, machen wir einfach mal weiter lieber. Okay, hier sind wir wieder. Let's get inside the inner sanctum. So, das meinte ich. Du konntest dann hier eben wirklich erstmal so alles anklicken. Oh, fuck, Mailbox. So, das ist auch alles guter Kram. Aber das ist das falsche Spiel dafür. Deswegen, das wirkt auch einfach. Ich weiß nicht, war das am Anfang mal als was anderes auch geplant oder so? Oder haben sie versucht, wir schaffen das noch, wir machen Live-Service und wir machen ein Rocksteady-Spiel da draus? Also ich würde allzu gerne mal nur so ein ehrliches Behind-the-Scenes davon. Nicht irgendwie so ein offizielles Warner-approvedes Behind-the-Scenes. Down, mate. This job calls for finesse. Maybe a little sleight of hand. touch the bone bit. This entire time. Be cool. You can rip his arms off after we get in there. Got any other flash body parts we should know about? Just the fastest thumb in the West. After that gross-ass detour, we're back in business. All right, let's steal this shit. So, weil die Aufmachung fand ich eigentlich hier auch ganz cool, weil du bist vorhin hier in den Raum reingekommen, konntest dir eben alles ansehen und dann hast du hier das Glas kaputt gemacht und quasi die ganzen
diese ganzen Gadgets, die Leute haben, wenn du sie überlegst, so, warum kann Boomerang mit seinem Boomerang auf einmal sich irgendwo hindashen und hinbewegen? Das ist, weil der halt irgend so ein, was war das hier, der Speed Force Gauntlet geklaut hat. Und Deadshot eben das Jetpack und Harley hat so ein so eine Batman-Drohne mit dem mit einem Enterhaken. Deswegen kann sie sich quasi auch überall, weil die Drohne halt immer dabei ist, dann bewegen. Und der Shark braucht's einfach nicht. Der hat sich dann einfach nur den was war das hier? Ja genau, den Riddler-Hut genommen. Einfach nur, weil er den Hut mag. So. Deswegen ist es halt, also ich, jetzt auch nach, als ich das Intro gespielt habe und so noch die, auch so eine, auch die Intro-Sequenz, die du hattest, wenn die Charaktere vorgestellt werden, das war auch super cool gemacht. Ich denke mir einfach nur, Alter, warum musste es dieses Korsett sein? Ich weiß nicht, vielleicht hatten sie gedacht, so von Arkham Knight noch eins höher gehen darüber. So, und dann machen wir jetzt noch einen Vierer-Multiplayer oder so. Weil ich kann mir halt schon vorstellen, dass dieses initiale Konzept von Suicide Squad dem Spiel schon irgendwie von Rocksteady kam. Aber ich kann mir einfach sehr schwer vorstellen, dass die im Team gesagt haben, oh ja, Baby, Live Service, das ist das, was wir wollen. Oi! What's stuck up your ass? I'm getting the hell out of here. And this map is gonna tell me how. Obey! Computer, activate the threat assessment matrix. What? You tough guys never seen a bat computer? You can make it do all kinds of stuff. You can play Snake, you can... Whoa. Ah. No lasso? You gotta be kidding me. I got her. Ich frag mich halt immer noch, was dann irgendwie die Erklärungen sind, dass die halt wirklich irgendwelche Justice League-Leute richtig bekämpfen können. Weil die Gadgets machen jetzt zum Beispiel die Waffen oder so bei... Also für Superman werden sie ja wahrscheinlich sowieso irgendwie Kryptonit-Kram oder so brauchen müssen. Ich habe keine Ahnung, was die Schwäche von Wonder Woman oder so ist. Explain yourself. I mask my insecurities with drink and bad behavior. What have you done with Flash? Batman got him. Please don't kill me, evil Wonder Woman. Look, here's his thumb. It just came off, I swear. Step on me neck. Amanda Waller. Unfortunately. Step on me next, lol. This is some bullshit. Got my daughter a Wonder Woman shirt last Christmas. You have no authority here. Leave and take your criminals with you. She knows who we are. I'm taking authority. We trusted you. Let you live among us. Now your friends are slaughtering the people they swore to protect. Batman. Green Lantern. The Flash. And Superman. You're the last one left, Diana. You need to work with us. They have been enslaved by something terrible. Their minds are not their own. I will find a way to bring them back. We will defeat Brainiac and end this madness. Weißt du, was so eine gute... Ich habe schon ein paar andere Sequenzen gesehen. This is a call for heroes, not... Just leave. She is already gone. Like your courage when you are threatened. Shut up, Shark! She won't do what needs to be done.
Can't do it. Too damn honorable. That's where you come in. Task Force X, your new mission is to kill the Justice League. Easy peasy. We've got no chance. I've eaten fish tougher than this bloke. I knew this day might come. Ich liebe einfach, dass der auch Sandalen anhat. Believe I prepared. There's another task force operative on site to support you. Meet with her before you go. That's oh, der, ich darf gleich wieder spielen, Kameraschwenk. This is Waller. Ich nehme mal an, ich krieg jetzt endlich mein richtiges Outfit. Oh yeah, baby. Heroes and Villains Part 3 has been added to the Codex menu. Woo! Ja, darf ich jetzt? Sorry, Doc. Don't be sorry. Just keep your damn feet off my equipment. The fuck? Who is you? Oi. Looks like the Sheeler let us out of Batman's digs. Oh, jeez. Carked at opening a door. Rest in peace. She is hibernating. Comatose. Poor kid. Why bring her out here like this? Wonder Woman kicked your asses. Ugh, don't do that! Also, lots of ins and outs to that rumble you didn't see, Missy. Missy? Nah. I'm not one of your incognito browser searches. That's a big adrenaline spike you're nice bomb sending out. Wait, the bombs have fitness apps? Not exactly, but they do monitor your virus. This is for an outfit. And because they're electronic, I can hack into them. That's what I do. Come I'm back hack. Anytime. Cool. I always wanted to see ghost watch in my every move. Ich hab halt von DC nicht so die Ahnung. Deswegen, ich hab keine Ahnung, ob das irgendeine bekannte Figur sein soll. Heck. My favorite character, Heck. Oder Hack einfach nur, weiß ich nicht. Das wär ein sehr deutscher Charakter. Your brains already reward violence and showing off. Oh, jetzt krieg ich. Oh yeah, Baby, jetzt endlich Erfahrungspunkte! Earn XP by killing enemies and completing activities to increase your current character's level and gain talent points in one of the three talent streams. If I become video game president. Alter, diese Dreier Skilltree Bäume verbieten. Also man sollte irgendwie so Taxes zahlen. So, du müsstest irgendwie, du willst drei von diesen Skilltree Bäumen haben, dann gehen mindestens 10% der Einnahmen an irgendeine öffentliche Organisation oder so. Das wird dann genutzt, um die Straßen zu reparieren. Es ist so schlimm. Choose from the currently available tier of talents to increase damage, defense and more, as well as unlock new abilities to use in combat. Ah ja, okay. Vor allem, sollte ich nicht durch Erfahrungspunkte automatisch bessere Werte bekommen? Warum? Das ist das Langweiligste überhaupt, wenn du halt so Skill-Bäume hast und dann ist dein Skill 6% mehr Schaden oder so. Gib mir Fähigkeiten, eigentlich nur. Some talents are always active, while others are triggered by specific conditions, such as performing traversal moves, enemy hits and kills, and an increase in combat combo. Talent choices are not permanent and can be edited as almost blah 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 blah. Combat combo is increased by training together traversal moves with enemy kills and playing skillfully. Different talents will trigger at different amounts of combat combo and above. Taking damage during combat will decrease your combat combo. The heavier the damage, the larger the decrease. Minor damage and missed shots build up the combo breaker, while avoiding damage and landing hits reduces it. Keep increasing your combo counter, or after a short period of time, it will expire.
Okay. Boah, ich liebe Borderlands. Okay. Halt die Fresse! Oh Gott, just shut up. That's never gone wrong. Don't fight it. Pick something out. Vor allem, ich liebe, dass ich die Untertiteltexte irgendwie größer gemacht habe. Aber die normalen Texte sind immer noch so unfassbar klein. Oh, auch die ganzen Icons, die es da drin gibt. Okay, das heißt, ich habe... Nimura, vielen Dank für die 1,69. Top 3 VNs außerhalb Ghost Trick. Wenn ich bei klassischen, das heißt, ist jetzt eigentlich scheißegal, das wären, ich meine, wenn man Ghost Trick dazu zählt, dann kann man das, ich sage einfach mal, Chaos Child, Danganronpa V3 und, ja, wahrscheinlich 999. Sehr basic, ich weiß, sehr, sehr basic. Sehr, sehr basic. Es gibt sehr viele Dinge, die ich noch nachholen muss. Okay. Tools of the Trade, das ist, Deadshot is the world's greatest assassin. The skills of sniper rifle is unparalleled. Increase sniper rifle stability every 2 combo increases. I'm gonna kill myself. Deadshot's intense training gives him a chance to instantly reload all firearms when he melee kills an enemy. Das ist nicht mal verkehrt, weil du hast tatsächlich, du kriegst so einen Schildboost, wenn du den Leuten in den Fuß schießt und sie dann mit einem Melee-Kill eben tötest. Und dann plus 25%, okay. Instantly reload and equip firearms. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Kann ich das hier auch? Also ich habe keine Points. Oder ich habe nur da einen. Warte mal, kann ich nicht... Warte mal, das ist Harley. Hier ist Deadshot. Das heißt, ich habe jetzt nur darin den einen Punkt. Ich kann den nicht hier rauf. Ich kann einfach nur das machen, okay. Special Skill Sniper. Sniper activates at 5x combo and higher and increases firearm damage by 25%. Causes critical counters to regenerate 5% shield. Okay, whatever. Anyway, the director had your old costume stored in those lockers. Was bekommt man, wenn man den Gegner mit jedem dritten Schuss ins linke Knie trifft? 5 Gummipunkte. Und mit 300 Gummipunkten kannst du dir einen Tetra-Punkt kaufen. Und wenn du davon 200 hast, dann kannst du dir einen Gigapunkt holen. Und wenn du davon 1200 geholt hast, dann kriegst du eine URL, auf der du dich eintragen kannst für ein Leaderboard. Australia made. Okay, jetzt kriegen wir endlich die fetzen Outfits. Yeah, right. They're in my size. Zwei Gürtel übereinander. Ist das eine Tetsuya Nomura Referenz? Alles klar. Alter, der mit seinem Popeye-Arm. Hey, okay, I get it. Na, haben wir jetzt noch den Moment, wo das Ganze undercutted wird. Wo ist der Record Scratch? There it is. Ich muss sagen, also Harleys Outfit finde ich eigentlich ziemlich cool. Bad Pod Launcher Test. Take 2.
Ziehen Green. Warum kann ich hier drin nicht mein Jetpack benutzen? Ich möchte hier drin mein Jetpack benutzen. Ich möchte überall mein Jetpack benutzen. Auch bei, vor allem beim Duschen. Na? Gehst du ins Bett? Also muss, ich darf nicht gedrückt halten, ich muss hämmern. Möchtest du dem Internet was mitteilen? Okay. Mach ja, mach einfach einen Raum. Jetzt was? Ich meine, du hast der Reis, der fertige Reis ist im Reiskocher, aber der ist halt nichts dazu. Du bist halt nicht, auch nicht so wie ich, dass du einfach den. Mach einfach einen Rahmen. Meiner kaputten Lippe. Mit deiner kaputten Lippe. Du hast auch die letzten Tage. Vor allem, wer ist denn für die kaputte Lippe verantwortlich? Big Pharma. Big Pharma, da beißen nachts immer die Lippenkobolde, beißen mir die Lippen, machen die. Sidekick's got something to prove now that the boyfriend's dead. Sidekick? Who's him? Der ist Mr. Australien. I'm a freaking superstar. Great. So Quinn's down for staying here and getting her ass killed. Also das ist, glaube ich, du kannst einen stärkeren australischen Akzent nicht machen mit der Synchro. Also das ist schon so absichtlich übertrieben, wie stark der Akzent ist bei dem. Ja. Du kennst doch die, kennst du noch, hast doch gerade erst, einen Film gesehen. I much prefer the dumb film version. Ich meine, Boomerang hast du halt im Film nicht so viel gesehen. Der ist ja direkt nach 2 Sekunden gefühlt gestorben. Ja. Yep. Das reicht, den anderen muss man auch nicht sehen. No way Wanna lets us uptown. She'll kill us. Not if we do as we're told till she trusts us. We get to LexCorp, bombs out. Then you all can do it. Gut, dass er extra noch das komische Flash-Gadget noch angemalt hat extra. Hallo! Captain Boomerang, Teamleader, ja, es geht darum, reporting for Jenny. Nein, der fühlt sich gerade im Ohr. I know this. I know what men do. Well, you know, these guns are a bit shit. No offense. Then head northwest. That's the last known of a Gotham arms dealer. The wife beater from Sharks. Oswald Cobblepot. Ja, aber dann auch noch so ausgewaschen, so ein 6 Jahre altes Shirt oder so. Das war garantiert mal weiß. I want him recruited and brought back to the Hall of Justice. Oh, I'm gonna recruit the shit out of him. Let's get moving, Task Force H. Oh. Ich kann Raum fast jetzt alle. Ja, genau so muss man immer stehen. Oh, jetzt kann ich die Charaktere wechseln. Okay, alles klar. Aber ich bleib einfach erstmal beim Totenshot. Beim Totenschuss. Ja, das ist einfach dieser fucking DMC2-Panzer, den ich hier gibt. Okay, ich glaube, ich muss mal die Audio kurz anpassen. Weil nämlich wieder alles, was an Effekten ist, auf 2000. Machen wir einfach mal auf die Hälfte. Goodbye. Goodbye. Gute Nacht. Bye. Gute Nacht. Ich hoffe, du schläfst schön. I won't. Thank you. Sag mir einfach dann morgen, ob sich Steve gemeldet hat oder nicht. Ob ich dich dann fahren muss oder nicht. Gute Nacht. Der Daumen? Ja doch, deswegen habe ich noch geküsst. Obwohl, nee, Master Volume kann ich bei 100 lassen. Tschüss, das war Chef. Music Volume. Tschüss. Bis in bald. Sagt Tschüss, Janneke, Chat. Wehe, einer schreibt meinen Namen falsch. Sofort. Not funny. Sofort gebannt von dem Moderator. Ja, ich gehe jetzt runter und dann banne ich euch. Voll live. Oh ja, das kann Janneke wirklich. Okay, Janneke hat die Modrechte. So, das meine ich hier. Dieses, wenn das Symbol dann zu sehen ist, dann kannst du halt diesen Counterschuss machen. Und da gibt's dann halt wirklich keine Überlegung oder so, oder was du großartig machen kannst. Das ist einfach dann drauf in dem Moment. Achso, du lädst gerade wie ich halt nach.
Aber einfach dieser fucking Panzer, ich muss halt sofort an DMC 2 denken. Das ist doch nichts, wo du Leute dran erinnern willst. Du willst doch nicht irgendwie, dass alle denken, oh ja, Baby. Oh, guck mal, wie viele Erfahrungspunkte das gebracht hat. Das heißt, das lädt jetzt auch meine Waffen nach? Warte mal, ich muss mal... Schieß mal hier drauf. Wo ist der... Ja, das war jetzt der Counter. Okay, jetzt sind wir schon bei 20? Der Panzer hat irgendwie 10 gebracht, ne? Also die Kills bringen auf jeden Fall ordentlich was. Aber die geht jetzt nicht runter, die verschwindet wahrscheinlich komplett, wenn ich in der Zeit jetzt keinen beschieße. Dann. Holy shit, du brauchst ja gar nicht mehr nachladen mit dem dann. Solange du halt zwischendurch den Leuten in den Fuß schießt, dass du diesen Melee-Move machst, dann ist es ja voll scheißegal, was du tust. Nachladen ist für Lutscher. Warum soll ich einen anderen Charakter spielen, wenn ich das machen kann? Nehme den Charakter, mit dem ich nie wieder nachladen muss. Take the lead, Quinn. Es liegt aber nicht an der Grafik, weil zum Beispiel die Charaktermodelle in dem Spiel sehen absolut fantastisch aus. Das ist halt wirklich mehr so diese... Die, vor allem die Farben, wie die gewählt sind und auch wie voll alles ist. Arkham Knight hat auch den Vorteil, sowas sieht bei Nacht meistens immer besser aus. Na, du hast hier sehr viel Dreck in der Luft und alles. Das macht das automatisch wesentlich hässlicher, das Spiel. But we are working for Argus. You bloody what? Real slick, Shuck. Good talk. Nice catching up. Give my regards to the locals. Janneke, so das ist richtig, genau. Also Margin. J-A-N-N-I-K-E. Wow. You guys bombed harder than Eddie Nigma's stand-up set in Arkham. I had to shoot my way out of that one too. Oh ja, stimmt, du hast Bonus-XP, wenn du bestimmte Charaktere spielst. Warte mal. Das war, glaube ich, das die... Und nachgeladen. Und nachgeladen, oder? Was? Jetzt nachgeladen. Das ist die... Ach ja, genau, das sind die... Das ist halt so weird auf diesen... Auf diesen so obvious glowing point, so diesen Punkt irgendwie drauf zu schießen. Da waren gar keine. Oh, 26er Combat Combo, crazy baby. Ja, verdammt zurück. Und nachgeladen. Warte, hier. Kann ich jetzt nicht? Das war doch nach. Das war nach links klicken für Charakterauswahl, ne? Ah, jetzt geht's. Ah, okay, das ist es wahrscheinlich, ne? Dass wenn da, genau, Psyched Up Character Captain Boomerang reduces your. Das heißt, der hat jetzt mehr Erfahrungspunkte. Das heißt, wenn ich ihn jetzt wähle, ja. Okay, komm, machen wir mal. Ich meine, er hat ja seinen Duffel, ja, klassisch. Oh, geil, Pizza. Nein! Oh! Warte, kann ich die Pizza kombon? Kann ich die Pizza juggeln? Das ist das Wichtige. Oh, der kann. Oh, der hat mehrere Mal. Nee, nicht, leider. Leider nein. Leider kein Pizza-Juggle möglich. Ja, bei dem hast du halt so, du kannst straight in die Luft gehen oder so, in die Richtungen. Und dann halt dieses. Whee! So, guck dir das mal an. Es ist dunkel. Und schon sieht's besser aus. Es sieht immer noch nicht wirklich geil aus. Aber schon sieht es 1000-mal besser aus. Aber du hast immer noch diesen ganzen Smog und alles da irgendwie. Ja, weil so die ganzen... So die Logos sehen ganz cool aus. Ich meine, du hast ja dann diese Architektur von auch... Metropolis, ne, das hat ja sehr viel Art Deco Kram. Aber. Oh, ne.
Und Vanquish. Ah, verdammt. Das kann das, nee, das habe ich dann, glaube, oder habe ich das mit ihm nicht? Habe ich mit ihm den Vanquish, das Vanquish rutschen nicht. What are you waiting for, you pair of villains? Get them! Arkham Penguin Design ist definitiv Peak. Also wer immer damals die Entscheidung getroffen hat, ihm als sein, für sein Monokel so eine Glasflasche, den Boden von der Glasflasche zu nehmen, der da reingedrückt wurde, das war absolut King-Shit. Oder Queen-Shit. Oswald Cobblepot, my man, do we have a job for you? Tell him, Quinn. You're making guns for us now, Birdbrain. Das ist das Spiel, wo die Wokeness Batman killt, ja. So lucky. I don't truck with trash. So you, the meathead merc, and whatever those two are, can jog on. I can't believe you forgot me. I worked for ya. What? Oh, haben sie, okay, jetzt haben sie dem auch das Ding gegeben. Now, okay, Waller. We bag Penguin. Someone's been busy. How'd you have time to make all this, Ozzy? Waller, the Penguin is in flight. Repeat, the Penguin is in flight. Then let's clip his wings. Fricasseed Penguin. Let's get him to... Oh my god, he's getting up! Hitting him again. He's ran out the door! Somebody stop him! Did that get him? No! It very much did not get him! Waller! Waller! Blow up his head! Shock! I'm disappointed. Oh, you bloody Darrow. We could have done that all day. Favorite DC-Held und Villain. Ich bin da sehr basic. Ich meine, der einzige DC-Charakter, mit dem ich mich halbwegs auskenne, ist halt Batman. Deswegen ist es auch Batman. Das ist das, wo ich die meisten Sachen von gesehen habe, wo auch die meisten Medien, die ich konsumiert habe, auch somit das Beste rausgekommen ist für mich. Christ. Shit. Aren't you Waller's Lieutenant Ass-Kisser? You can call me Colonel Rick Flagg. And all you criminals would do well not to piss me off. If I see or hear something that don't make me happy, die Stimme kenne ich aber. You can be damn sure Director Waller ain't happy. And you don't want that. We will make you happy, Colonel Rick Flagg. I doubt it, Shark. But what I know you can do is cause destruction. So, Brainiacs dropped a bug farm into Midtown. Rick Flagg sieht einfach aus wie jeder Protagonist eines Xbox 360 Shooters. Oh, ich bin so froh, dass wir dieses Charakterdesign los sind. Ja, ja, also der aus, ich habe glaube ich noch nie so einen starken australischen Akzent irgendwo gesehen. Also das ist das muss einfach Absicht sein. Das ist noch mehr. Es ist wirklich so, jedes Wort ist so das australischste, was du irgendwie haben kannst. Nur leider sagt er, ich glaube, er hat bisher kein einziges Mal Kant gesagt, weil das natürlich nicht im Spiel vorkommen darf. Das geht ja nicht. Das können wir nicht machen. Woo! Sieht man das jetzt? Muss ich dann zwischendurch? Das heißt, der hat jetzt keine Bonus-XP mehr. Ist das immer nur so für kurze Momente, dann geht wieder auf Deadshot. Was ist das? Achso, das ist gerade die Weapons-Kram, der ganze Scheiß. Das Problem an dem Traversal in der Stadt ist einfach nur, dass die auch... Die ist halt so riesig. Und du interagierst eigentlich so wenig wie möglich mit der Umgebung, weil das ist dann mehr so, du kommst auf den Boden auf und dann geht's direkt wieder weiter. It's no good shooting at those transport drones.
okay. Okay, Waller, alles klar. So, war das jetzt, was waren das jetzt? Totale 8 Erfahrungspunkte, die ich gekriegt habe für den Kampf. Ja, weil der Kram, so, das sieht auf jeden Fall schon cool aus, das ganze Design hier. Aber ich interagiere halt auch nicht wirklich mit der Welt, habe ich das Gefühl. Destroy the incubator, smash crystals, okay. Was war das, smash crystals? The Terminat incubators are hooked up to a network of some kind of power sources. Shoot the hell out of them. Great strategy, Flag. I see how you made Colonel. Ja, aber genau, also wieder, es macht halt schon irgendwie Spaß, sich zu bewegen die ganze Zeit. Aber es ist trotzdem so, Kampfsystem ist hit the weak spot. So, macht so richtig Zeit, so das Optimale, und dann schießt halt auf die Glowing Points irgendwie drauf. Und ansonsten ist es halt sehr, ja. Also die Musik versucht das irgendwie hyper zu machen, als es irgendwie ist. Ah, stimmt, Granaten habe ich auch, oder? Oder habe ich die nur? Ich glaube, Granaten habe ich nur im Intro kurz. Das war's. Vielleicht muss ich Granaten wieder mal wiederbekommen. Ja. Und das ist halt mit jedem Charakter so die klassische Combo, dass du Melee machen kannst. Wenn du dann zielst, dann schießt du auch out. Also dann. Warte mal, ich kann das hier mal kurz machen. Dann zielst du halt automatisch auf den drauf, wenn er nicht gerade irgendwie runtergefallen ist. Das ist dann eben auch so etwas, was dann alle Charaktere haben. Das macht die dadurch auch irgendwie nicht wirklich besonderer. Und das ist so, alle haben dann auch die Nahkampfangriffe, aber die Nahkampfangriffe spielen sich auch irgendwie relativ gleich. So halt höchstens bei Shark, das ist das Einzige, wo es ein bisschen mehr Oomph hat. Aber beim Rest ist es auch mehr, obwohl die Charaktere so machen, das sind die Schildgegner. Da musst du eine Melee machen, damit der Schild weg ist. Ja, seht ihr, was ich meine? Das ist so, oh, du siehst, da kannst du einen Counter machen. Und dann machst du halt einen Counter. Weil es ist, und irgendwie, was da rechts angezeigt wird, was da oben rechts, was unten links angezeigt wird, es ist so, ich krieg das nicht mal wirklich mit, ob ich großartig Schaden nehme oder so oder nicht. Oder wie mein Schildstatus aussieht, das einfach so ganz oben links in die Ecke geballert ist. Und ich dann eher ja auf den ganzen Scheiß hier achte. Dass ich das kaum mitkriege. Ach da, okay. Lass mich raten, davon gibt's jetzt 200 in der Stadt, die ich kaputt machen kann. Wo kannst du im Spiel Charakter wechseln? Hier. Ich weiß, ich muss mal gleich gucken, ob es auch im Kampf funktioniert. Tatsächlich. Damn things overheating. Aber ja, es ist halt, ich keine Ahnung, die Fähigkeiten, zum Beispiel, das war interessanter, als du, die wurden dir ganz am Anfang mit so Plattforming-Sektionen beigebracht. Und diese Plattforming-Segmente waren tausendmal besser, als in dieser offenen Welt rumzurennen, weil du tatsächlich eine Restriktion hast. Weil hier fühlt es sich immer noch viel zu langsam an, im Gegensatz zu jetzt Spider-Man beispielsweise, wie schnell ich da durch die Welt irgendwie reisen kann. Oh. Okay. Ja.
Nimm dir mal eine Auszeit. Keine Ahnung, was das war. Ich fand den Text aber lustig wenigstens. Futura Uncommon Stars. Okay, das sind jetzt meine Waffen aus Nab Legendary. Boah, Alter, gut, die meinen ganzen. Wer will das denn lesen alles? Hey, ich krieg einen Informationsoverload. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hinsehen soll. Warum ist da überhaupt ein Arm? Warum ist da ein Zitat von der Firma? Improvised Military Grade Weaponry, Hard-Hitting Controlled Spread Weapon. Warum ist das da? Welche arme Person, wessen Job war das, diesen ganzen Scheiß zu schreiben? Das nimmt doch einfach nur Platz weg, den du nicht brauchst. Das ist dann, oh, dreimal hoch Attacke, nichts Protection, nichts Healing. Dann habe ich DPS, dann Damage per Hit. Critical Hit Damage, das ist noch so das eine. Und dann irgendwie plus 4,5 Damage to Grunt Enemies. Okay, plus 6% to Sniper Rifle Ammo Reserve Capacity. Oh mein Gott. 34% Sniper Rifle Critical Hit Damage with this Firearm. Okay. Latest for the greatest. Currently equipped. Das ist dann. Sehe ich überhaupt was Best? Das ist dann runter, das ist hoch. Machen wir die kleine Mini-Pistole. Ooh, good gun feel on this one. Level up! Yay! Oh, Speckobst, 126. Ist das, bin ich, die sind gerade nur 126, ich bin der 126. Spieler von Suicide Squad auf der Xbox. Additional Rewards, Talent Points, Alter, das ist einfach zu viel. Alright, pay attention, TFX. This is live feed from the Justice League's Watchtower Satellite. We're tracking enemies with the data link to the Skull Ship's comms. We want in on that data, and you are gonna bag it for us. Deadshot, I want you in the lead. Squad's gonna need you to pick the next mission. The rest of you, show me you're worth a damn out there, and you'll get a chance to lead. Okay, ja, dadurch, dass ich die einzige Person bin, egal. Lots of resources. Also lots of resources. Lots of resources. Ah, no resources. One of Brainiac's goons has special intel in his head. Hex says if we kill him. Okay, das heißt, das ist gotta catch him all. Gotta catch him all. Das ist dieselbe Art von Mission. Das bringt am meisten Erfahrungspunkte, mach ich das. And a significant enemy threat in this area. Don't expect this operation to go down easy. Okay. Was ist das? Okay. The director isn't the biggest threat to your skulls anymore. We've got reports of enemy sharpshooters in the city. Mean, smart, and their shots pack some kind of electrical discharge. Eyes. Ich habe keine Ahnung, wie NetGames die Preise hält. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen möchte. Ich bestell da einfach. Das ist, seitdem mir vor zwei Jahren, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon, irgendjemand mal den Laden empfohlen hat. Das ist wirklich, wenn ich, also gerade wenn ich zum Release irgendwas bestelle, oder auch wenn wir auch für Ink Ribbon was bestellen. Ich mache das mittlerweile immer bei NetGames. So. Ich krieg eigentlich in den meisten Fällen habe ich die Sachen dann auch ein, zwei Tage vor Release da. Also ja. Ab und zu gibt es auch unique Trades, die das Gameplay minimal verändern. Ja, aber die Sache ist, dass ich dann. Ja, dass du. Ich bin generell nicht so der größte Freund an diesen Sachen, weil du. Bis jetzt vielleicht aufs Endgame, wenn du dann mal wirklich eine längere Zeit mit einer bestimmten Waffe verbringst, eigentlich konstant am Wechseln bist. Und wenn es dann nur die Werte sind, dann ist es mir halt so scheißegal. Und wenn dann nur eine von irgendwie 200 Waffen tatsächlich spielerisch was verändern, ist es auch egal, weil du die so schnell wieder weg bist. Also zumindest bei, ich glaube zumindest bei Borderlands 2 war das oder so, wo du halt zumindest so
einzelne Traits hattest oder halt Traits, die dann an die einzelnen Hersteller oder so gebunden waren. Also ich finde, wenn, muss dann schon jede Waffe irgendwas oder zumindest jeder Waffentyp irgendwas Besonderes haben. Aber wenn einfach nur die Werte hochgehen, dann bin ich okay, ich nehme die aktuelle Waffe und dann, das ist die mit den höheren Werten, dann schmeiße ich sie wieder weg. Und bis aufs Endgame hast du das in den Spielen meistens ja auch so. Du willst es ja in so einer konstanten Loop haben, dass du irgendwo, ne, keine Ahnung, hier einen kurzen Abschnitt machst, zwei, drei Missionen, dann kommst du wieder zurück und dann upgradest du den ganzen Kram oder guckst halt, was du irgendwie neu nimmst. Und da bin ich halt null drauf. Also ich habe schon so keine Lust darauf, mir irgendwie dann zu überlegen, was jetzt irgendwie noch 5-6% mehr bringt, wenn ich in einer halben Stunde das irgendwie nochmal machen muss. So, bei mir ist da instant einfach das Interesse weg dann. Yippie! Das erinnert mich mehr an Crackdown 3 visuell als an Arkham Knight. Also ich hab Unspent Talent Points. Das heißt, das habe ich, aber das sind die oben, die fest sind, ne? Okay, was war das? Was dieses Combo-Ding? Was haben wir hier? Melee Hits have. Recommended Playstyle Bomber Tactician. I have no idea. Warum habe ich jetzt eigentlich nur. Ich habe jetzt irgendwie nicht hier drin, ich habe jetzt hier drin nur den Skillpunkt. Okay, who cares? Damage Reduction is increased by 25% and Shield Overcharge by cause enemies to deal 15 or less damage for 15 seconds. Wie wird das aktiviert? 15 seconds? Mache ich das selber? Okay. Das heißt, ich kann das dann irgendwie selber aktivieren jetzt. Ich sehe halt nur nirgendwo, wie. War einfach voll in den Panzer reingesprungen. Yeah, baby. Ah, oh, Geschütz kaputt gemacht. Some nerd in my ear telling me they were in the mainframe or whatever. Ist das dann einfach aktiv? Ist das aktiv, wenn ich das aktiviert habe? Ist dann das aktiv? Oder kommt das einfach irgendwie so? Wäre ein besseres Spiel mit Crackdown. Jedes Open-World-Spiel wäre besser mit Crackdown-Orbs. Auf jeden Fall. Tier 1 for Melee-Hit. Was ist das? Achso, das ist einfach nur generell Melee-Hits und einfach für. Das heißt, wenn ich einen Nahkampf den boxe, okay, alles klar. Yeah, then they get murked. And you gotta go on a killing spree through the ranks of the triads. Get murked. Get murked. Like Gary. Recognition days of old. And you can't let that shit stand. Alright, we need that data cache unit so our nerds can crack their comms. Können wir einfach nochmal bitte einen Nachfolger zu Mad World und Anarchy Reigns haben? Einfach nur für den Soundtrack. Einfach nur für den Soundtrack. Mehr brauche ich das nicht. Okay, die Gegner sind tatsächlich ein bisschen stärker. I'm always scanning. Yes. I can use this feed to breach the Skull Ships network. Just buy me time. Okay. You heard her, TFX. Deal with all the incoming enemy forces until our nerds have what they need. Oh, this would be boring, techie stuff. Oh, I love getting in fights. Kann ich damit irgendwas machen oder ist das einfach nur okay? Enemies, jetzt kommen sie. Oh, they sent more baddies. Great. Sharpshooters. Don't give them easy targets. Okay. Select a new target. Whee! Alter, das ist einfach teilweise so einfach nur Visual Noise irgendwie. Ich mag irgendwie überhaupt nicht, dass du hast so einen Quick-Ausweichen-Move,
Und der ist, indem du den linken Stick reindrückst. Und ich finde, keine Aktion sollte jemals irgendwie auf Stick drücken gelegt werden, die du aktiv im Kampf irgendwie brauchst. Das ist so etwas, das sollte nur so für, okay, ich muss jetzt einen Move oder so irgendwie einen Modus aktivieren oder so ein Scheiß. Ich finde das auch fürs Sprinten oder so so scheiße. Hallo? So, keine Ahnung, keine Sache finde ich am Controller so unangenehm zu bedienen wie irgendwie wie Stick reindrücken. Achso, der hatte. Ah, jetzt. This is my zone. Bleib ich einfach für Ewigkeiten in der Luft? Ah, okay, nee, tatsächlich habe ich noch. Das sah gerade so aus, als hätte ich irgendwie die ganze Zeit noch da ewig hängen bleiben können. Wo sind die 500 Gegner? Ja, verdammt. Verdammt. Okay, wo ist noch einer? Da. Ja, verdammt, ein bisschen zu früh. I'm in the air. Ah, zu weit nach vorne gelaufen. Ach, da hinten auch noch einer. TFX, we're done here. Okay. Oh, great. Nothing worse than risking our keysters for bad data. All kinds of backdoors for jacking the skull ship. Kann ich das noch irgendwie aufheben? Secret Stone, take that. Gamelon und Benji, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Abos jeweils. Wäre witzig, hätten sie Terry Crews als Deadshot castet, ja. Oh, das war weird, dass sie den für Crackdown damals genommen haben, ja. Du kannst gerne bei Leuten wie Pete Smith oder so meine Videos einreichen. Das ist vollkommen fein. So, vor allem ich fände, es wäre absolut heuchlerisch von mir, wenn ich irgendwie sagen würde, nein, ich kann auf die Videos anderer Leute reacten, aber bitte niemand auf meine. Das ist für mich auch automatisch, wenn ich irgendwen sehe, wenn eine Person selber Reactions macht, dann ist es so, okay, dann kannst du auch, also dann darfst du nichts dagegen haben, wenn jemand deine Sachen schaut. Das ist vollkommen fein. Aber trotzdem danke fürs Nachfragen. Enemy communication. Hacker successfully breached the Skull Ship's data network. You can now listen in on enemy communications while in the field and during missions. Oh boy, kann ich deren Radiostation hören? Mission Rewards. Ich finde das irgendwie so lustig, dass ich irgendwie so diese Batman-Dinger kriege. One-Two-Punch. Das heißt, das ist ein generelles Upgrade jetzt dafür, aber das geht doch, warte mal, das ist jetzt Attack runter, aber DPS hoch. Was? Das ist das, was ich, gib mir einfach diese, so ich, deswegen, das ist so, DPS ist für mich hoch, also nehme ich es jetzt einfach. Weil Attack ist runter, aber dann ist das Suicide Strike Damage. Ich weiß nicht mal, was der Suicide Strike Damage ist. Suicide Strike Resource Gain. 96%, oh nein. All in the wrist. Who cares? Cannons. Tapping their full minds is one thing, TFX. But cracking that skull ship's shield calls for good. Vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe der Speckcast gefällt. Ich hatte das
nie, ich hätte das eigentlich schon länger umsetzen wollen, aber nie gemacht, weil ich immer dachte, so, ich brauche ja für einen Podcast noch irgendwen anderen. Und dann habe ich aber auch so, wenn Jeff Gerstmann auch seinen 3-Stunden-Alleine-Podcast machen kann, warum ich dann nicht? Ich meine, wenn Leute bei mir eine Stunde Review hören, wo ich die ganze Zeit nur alleine rede, dann kannst du auch den Podcast hören. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man auch einen Podcast von mir hört, wo ich irgendwie bei Inkribben oder so, da ist ja sowieso jedes zweite Mal, wenn ich anfange zu reden, geht das mindestens 10 Minuten. Also. Lohnt sich der Kram eigentlich für die Erfahrungspunkte, das zu machen? Ich finde das halt ein bisschen lustig, dass du die so staffeln kannst. Nein, don't go! Just a warm-up. Oh, okay, geht das einfach durch oder ist es jetzt am Anfang, du hast jetzt alle einmal? Okay, das mehr kann ich nicht auswählen. Was ist das? Every 15 combo increases your... Ja, okay, who cares? Es passiert einfach, das ist so, der Kram passiert automatisch, das ist das Einzige, was ich auswählen kann. Okay, mach mal. Hat eigentlich irgendwie... Nee, keiner hat irgendwie einen XP-Bonus oder so. Ich meine, der OST ist bisher eigentlich ziemlich gut für die Kampfmusik, muss ich sagen. Terrestrial attacks. Each squad member has a signature terrestrial attack to master. Build up your terrestrial attack resource by shooting enemies with firearms once charged. You can use it to take out multiple enemies in one stylish move. Okay. Hervorragend. We're going to unleash it in moves that take out multiple bodies and look cool. Danke, dass ihr noch eine Story-Erklärung einbaut. Es reicht mir auch, wenn man einfach sagt, Videogame-Shit. Wo ist das dann, das Mieter? Ach, da unten in der Mitte. Ah, gut, dass das so, das ist visuell einfach sehr stark zu sehen ist die ganze Zeit. Okay, das heißt, ich schieße einfach mal ein bisschen, um das aufzubauen. Okay, dann lass mal dahin fliegen. Und dann einfach. Nice. Ich meine. Okay, aber es ist halt so, ich schieße ja eh schon mit Waffen auf Gegner da drauf. Das heißt, das ist etwas, was sich einfach immer automatisch dann aufladen wird. Warte mal, hier waren noch ein paar Gegner, ne? Da hinten, dann gehe ich erstmal lieber dahin, dass es sich auch lohnt. Nice. Oh, 15,5K, Baby! Oh, ich liebe Nummern. Ah, Number go up. Line goes up. Ich würde sagen, es lohnt sich nicht, es würde nur Missionen bzw. Aktivitäten machen, die später noch vorgestellt werden, aber random Gegner kann man eigentlich ignorieren. Ja, das war auch so mein Gefühl, aber danke für die Bestätigung. Der Suicide Strike, wer kennt ihn nicht? Vielleicht ist es, wenn die eine Gewerkschaft gründen und dann ihre Arbeit verweigern, dann ist das der Suicide Strike. Apropos Gewerkschaft, ich muss sagen, ich finde es ziemlich base, dass das IGN jetzt eine Gewerkschaft gegründet haben. Finde ich super. Finde ich richtig, richtig gut. Weil der Part der Industrie wird momentan genauso gegattet wie alles andere auch. Und das ist gerade, wenn dann auch immer wieder irgendwelche Corporate Owner oder so ein Scheiß verkauft wird und alles, das ist auch super wichtig, dass du da die Gewerkschaften hast. Das ist alles Schlechte. Ah nee, warte mal, das ist hier auf das Ding. Aber das ist, wie kann ich irgendwie so Legendary... Boah, hier ist deine Legendary Rifle. Boah. Und dann gucke ich da irgendwie rechts, habe ich meine. Piu, 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 piu. Die ist irgendwie besser. So, the fuck?
Was heißt, das hat 3% Critical Hit Chance für das Firearm, 50 Critical Hit Critical Hit Damage, okay. 30% Chance to get infinite ammo for 3 seconds on critical reload. Every 4 critical hits with this firearm will cause you to instantly reload. Das ist halt dieser. Ich leg's einfach mal an. Precision Engineering. Sieht irgendwie cooler nice aus, so eine Waffe zu haben, als so einen kleinen P-Shooter irgendwie. If we're gonna crack the shield on death from above up there. I need clean intel without getting. Aber es ist so, wie viel mehr ist denn der kritische Schaden überhaupt? Weil 3%. Vor allem bei solchen Schusswaffen, das heißt, wenn du irgendwie eine Schnellfeuerwaffe hast, dann ist natürlich 3% irgendwie häufiger. Aber dann macht auch der einzelne Schuss irgendwie davon weniger. Bitte nicht mit sowas. Ich weiß, es gibt Leute, die haben dann auch voll Bock, einfach so quasi Excel-Tabellen zu füllen und sich dann genau auszurechnen, oh ja, das ist der, ab genau dem Punkt mache ich dann durchschnittlich mit DPS irgendwie mehr Schaden. Mache ich mit Critical dann irgendwie mehr DPS im Schnitt. Was ist das denn? Is this a tear in the fabric of reality? Hurry up, we're gonna be late. I swear, if I miss the opening ceremony. You think I missed a chance to see Superman cut the ribbon with his eyes? You're right. I keep forgetting you're a big fan. Oh, I love Female Civilian 1. Everyone should be a big fan. When people think Metropolis, they think Superman. And wait. Diese 30 Sekunden Lootbox Screen nach 5 Minuten Mission zermürben mich auch langsam. Es kommt jedes Mal. Boy. I'm not calling you sir or some other bullcrap deadshot. Kann ich das, war das so? Das ist einfach nur Audiolog. Okay, alles klar. Das ist einfach, das ist Space-Time Continuum Audiolog. Wait. Ich wollte einfach nur die Treppe runterrutschen. Aber gut zu wissen, dass die Dinger auch laufen, wenn ich dann einfach weg bin. Got some kind of Argus ordnance here. Must be flags distraction. New intel. We're seeing heavy weapon troopers being deployed. Let him get a bead on you and he'll shoot you up. Don't let him. Okay. Inside this jammer is a Terminaut that's your new best friend, TFX. Keep it twitching with the energy released by killing tangos. Kill enough, the jammer sucks up the energy and projects a shield. Get back behind it when the skull ship tries to fry you. I need you unfried and running that jammer until I'm done. Operation is a go. Irgendeine. Wo hat man das denn gerade. Danke für den Hinweis, aber wo hat man das denn gerade gesehen, dass das. Warte mal, okay, ich hab mit dem auch den. Okay, alle Charaktere haben den Counter-Shot, alles klar. Okay, das heißt, alle Charaktere haben. Ich dachte, das wäre vielleicht sowas gewesen, was Deadshot dann irgendwie alleine oder so hätte, aber. Okay, warte. Ja, was mit dem war das hier aufladen, ne? Und dann springen. Ah, okay, alles klar. Das ist das Problem, wenn ich so vor 3 Stunden das erste Mal den Charakter kurz gespielt habe. Und dann wechselst du wieder den zurück und du bist so, okay, wie ging nochmal das andere Ding? Warte mal, get die. Charges 0 von 8. Warte mal, lass doch mal hier. Nice. Aber die Icons, die reinfliegen, der Schildkram, der sieht schon aus wie bei, Crackdown so ein bisschen, muss ich sagen. Und wenn das so rausfliegt und mich rein, das hat schon was Crackdown-artiges. Warte mal, das andere war so springen, ne? Hahaha, dein Deathblast hat keine Chance. Wird in der Mitte angezeigt, ist aber leicht zu übersehen. Ich habe generell das Gefühl, das sind einfach 50 Sachen, die leicht zu übersehen sind.
Ja, er hat dann die Sprünge noch gehabt. Muss einmal den Schild aufladen. Alter, also der hat mich eingefroren, das war's. Das war der, der einfach nur so straight nach oben geht, ne? Ja. Ach verdammt, ich wollte gerade. Okay. Makes sense. Thank you, Sharkman. Skullship Duke. That means the party's up. Oh, Lootbox, jetzt kommt's wieder. Na, was habe ich gekriegt? Oh, hier kommt mein Gacha-Shit. Oh, Xbox. Maximum 5, Uncommon Stars, was? Schild? Okay. Sniper Rifle Damage. Ist das nicht besser für Dead? Kann ich das auch auf Deadshot dann anlegen? Kann ich hier irgendwie Advanced Compare? Weil das Sniper Rifle Damage bringt mir mit dem Shark nicht so viel. Ich meine, aber das ist ja eine andere Art von Waffe dann, die ich dann habe. Weil ich dachte eigentlich, Shark-Typ ist halt auf seine Minigun irgendwie dann spezialisiert. Aber das heißt, ich kann auch das einfach wählen. Aber es macht halt mehr Shark. I don't know. I have no idea. So, lass mal. Everyone keep quiet. I ain't chasing a bunch of riddles and bullshit. It's you. Four heads is you. The radio star is on the radio tower. Go to the radio tower. How about I won't? Is it you, Batman? Oh, das war tatsächlich Batman. Enigma. Codex, nee, das war Codex. Warte mal, wo ist hier? Ja, Store, lass mal schnell was kaufen. Warte mal, wo kann ich den Charakter wechseln? Das war hier, ne? Nee, warte, ich wollte da Loadout. Das heißt, wenn ich dann hier auf Deadshot gehe, wo ist das? Das ist das Shield-Ding und das ist das, was ich eben freigeschaltet habe, ne? Oder warte mal, hab ich das? Ach, der hat das schon! Ja, toll! Ja, geil! Das ist ja... Das ist ja super. Okay, das heißt, hier kann ich das freischalten. Okay. Melee Damage. Was macht der eigentlich bei Melee? Der hat... Shark's Demigod Physik means he can take some serious punishment plus 4% his health. Okay. Und das ist dann at 500 Melee Damage is increased by 20% and Shield Harvest Chance by, okay. Melee Hits cause enemies to deal 50% less damage. Das ist halt genau, das ist auch genau das gleiche, was Deadshot auch hat. Increase Melee Damage by against enemies with less than... Ich glaube, das ist nicht verkehrt, dass du die halt schneller dann wegfrühstücken kannst. Sobald dann die Lebensenergie bei unter 50% bist, dass du dann eigentlich mit dem Melee ankommen kannst. Deswegen. Wahrscheinlich ist es wieder die komplett falsche Intuition, die ich hatte, aber. Mate, he's the worst. He leaves all the clues for Batman. You don't leave flaming clues. Ich glaube, keine Ahnung, ich habe auch das Gefühl, es ist doch an sich effektiver auf so, ja, wenn du halt dann Bonus-XP bekommst, wenn du wechselst. Das finde ich auf jeden Fall. Ist jetzt keine verkehrte Idee, dich somit da ein bisschen dazu bringen, andere Charaktere auszuprobieren. Aber ansonsten ist es doch auch an sich klüger, einen Charakter zu maxen. Und dann für den mehr freizuschalten und mehr Skills und Upgrades zu kriegen. Ich meine, du hättest es auch einfach so machen können, dass wenn du alleine spielst, alle Charaktere gleichzeitig mit aufleveln.
Dann könntest du einfach frei wechseln, wie du halt willst. Und müsstest nicht irgendwie alles immer drauf achten, dann irgendwie alles gleichmäßig zu verteilen. Top of that tower. There'll be a damn question mark. Here we are. Okay, wir sehen die Riddle Trophies dieses Mal aus. Es ist noch schlimmer als bei Knight. Ich finde, bei Knight haben sie es ein bisschen... Okay, bei City hatten sie es schon übertrieben. Bei City haben sie es schon ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Aber Knight war extrem. Obwohl das an sich immer meine Lieblingsaufgaben aus dem Spiel sind. My shadow falls across the city. My piercing gaze knows no pity. Was? My shadow falls across the city, my piercing gaze knows no pity. Ist irgendwo... Gibt's irgendwo eine Stadt? Einfach das Ding hier oder was? Come on, ask yourself, what's at the head of this invasion? Einfach wirklich das Ding? Okay. Perhaps I estimated you all. But it's not just your brains I'm weighing like some Egyptian god. No! Der Karton. The augmented reality challenges I've seeded throughout the city will test your bodies too. Woo! When you try and fail, das Wasser sieht so komisch aus. Edward Nigma. Warum sind die Wellen so random verteilt? No greasy little crossword jockey gives you orders. I do. Waller, Nigma's hacked our bombs. That seems bad. Low on my list of priorities, Lawton. We have actionable intel out of Cobblepot. Prototype grenades hidden in the Justice Day stage at the stadium. Retrieve those grenades, Task Force X. Expect resistance. Okay. Greasy little crossword jockey. Hier oben irgendwas, nein. It's funny because it's true. Das heißt, warte mal, wo ist... Das ist ein Riddler, das ist ein Diddle Riddle. Ride the Radio Waves. Okay, alles klar, dann machen wir doch mal einen Riddle Diddle zum Anfang hier. Woo! Butz. Try not to muck it up or do. It's fun for me either way. Ist das dann auf die einzelnen Charaktere ausgelegt oder... Dropping out. All forces, if your comms are hijacked by a Terran determined to present you with riddles, ignore him. The Terran criminal in question is obsessive and not worth the disruption to our mission. Hey, he did it. First fucking try. But deal's a deal. Was kriege ich jetzt auch? Lootbox? Das wäre sehr lustig, wenn es einfach so eine Lootbox vom Himmel kommt. Also ja, ist klar, Deal to Deal. Was ist das Sentry Spark? Ist Stirring Fig. Was? Oh, das heißt, du hast auch wieder die. Du hast tatsächlich wieder die Ritter Trophies. Konnte man das hier irgendwo nachlesen? Warte mal, was ist das? Heißt das, da unten ist da irgendwo eine Ritter-Trophy dann drin? Oder was bedeutet das? 0 von 6, warte mal. Ich geh mal... Das muss ja da an dem Gebäude gewesen sein. Lass mal gerade gucken. Weil ich war ja schon oben. Und da... Okay, da ist es. Einfach anschließen oder aufnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die wieder einbauen würden, tatsächlich. Das heißt, du hast dann hier wieder pro Gebiet. Aber ich meine, es scheinen nicht so viele zu sein.
Ich nehme mal an, das linke heißt, dieses Menü ist so Textsymbol für Aufgaben. Das heißt, du hast, das ist jetzt oben rechts ist die ganze Stadt, ne? Das heißt, du hast insgesamt 40 Trophäen zum Aufsammeln, du hast 13 Challenges und dann 21 mal diese, ich nehme an, die Texte. Ah, da unten steht's dann auch Recommended Anyone. Okay, das heißt, du hast dann auf bestimmte Charaktere das ausgelegt. Within their lair, the southern plot, too many access marked the spot. Okay. I don't know. Kann ich das auch irgendwie einfach länger anzeigen lassen, dass das irgendwo dann steht? Objects not fully visible? Okay, warte mal. Lass mal das Ding hier gerade kaputt machen. Okay, wo haben wir's? We need all the intel we can get. You just like partially complete? You'd spy on us if you could, freak. I'm gonna eavesdrop you off a skyscraper. You keep talking shit. Bestimmt sein Penis, oder? Supermans Penis. Es ist immer Supermans Penis. Naja, egal. Da unten ist noch so ein DMC-2-Panzer. Oh, geil. Oh, Audiolog. What happened to the parade? Jerry, my parade! Oh, doesn't. Okay, das heißt, Audiologs haben wir auch noch zu finden. Ritter Trophy collected. Collect more to unlock additional Codex entries. Oh, fuck yeah, genau, dafür sammle ich den ganzen Kram ein. Kannst du mir nicht einfach mehr XP geben oder so? Construct our own skull ship to counter Brainiacs? No. Feels like a lot of work, but I don't hate the idea. Skull ship! Skull ship! Wo kann man die denn? Map Legend, Waypoint. Oder ist es bei Codex? Betty? Hast du da irgendwie so Riddler? Hast du irgendwo was für die Riddler-Sachen? Ich mag es, dass die Charaktere sich durch die Welt nicht einfach nur hinterher teleportieren. Ja, es war am Anfang, bei so Story-Sequenzen ist es manchmal weird, weil die dann anfangen, so, ich habe das Gefühl, die wollen dann, oh, die müssen sich was lebendiger anfühlen, lass die mal sich irgendwie rumbewegen. Und dann laufen die ineinander, bleiben stehen, zucken so ein bisschen hin und her. Also ich glaube, manchmal soll es auch vielleicht so ein bisschen sein, dass die absichtlich so etwas so ganz knapp hinter dir bleiben sollen, damit du irgendwie nicht immer was Seltsames siehst. Okay, das heißt, da... Wenn ich vielleicht reinzoome oder so? Weil ja, du kriegst dann den Text immer wenn es raus und rein geht. Aber ich fände es irgendwie gut, wenn man sich das so anzeigen lassen könnte. Also es muss doch ein Menü dafür geben, gab's doch früher auch. Du hattest früher ja auch ein Menü für die Riddler-Sachen. Okay. Das war jetzt aber zum Beispiel eins, das war das andere, das war nicht das, was ich eben gesehen hatte. Weil da stand nämlich gerade irgendwas mit Gold. So, warte mal, Lux, das ist doch einfach nur Emotes. Nee, das ist was Separates. Ready to rewrite.
Audiologs. Argus Tapes, The Friendlies, The Baddies, Concept. Warte mal, da oben, da ist der. Der wird doch hier auch, oben rechts siehst du auch, wird das angezeigt in dem Menü. Concept. Aber ich kann nicht da hochklicken irgendwie zu diesen Riddler-Sachen. Aber ja, das Texting ist auf jeden Fall, das sind die, die Riddler-Fragen. Ist das hier vielleicht? Bei den Tapes? Nee, das sind Riddler-Calls. Das ist einfach nur das, was du dann kriegst. Das ist bei Hints. Das muss doch irgendwo nachzulesen sein. Wo die... Ich muss doch die Riddler... Die Riddler-Rätsel irgendwo lesen können, um sie zu beantworten. Kannst du hier auf... Ist das vielleicht die Sachen, die du damit freischaltest? Nee, aber da steht auch nichts dran. Ich hab's auch nicht gefunden. Das kann doch, also das muss doch irgendwo, das kann doch nicht sein, dass du in ein Gebiet reinkommst und dann kriegst du eins von denen random kurz angezeigt. Und ich habe jetzt einfach gerade eins gelöst, von dem ich nicht mal wusste, welches es ist. Also du kannst gefühlt auch einfach hier so ein bisschen irgendwie Dinge scannen, wo du denkst, oh, das könnte vielleicht die Lösung von irgendeinem Rätsel sein. Weil als ich die Superman-Statue gerade eben anvisiert habe, da stand auch zumindest das Subject nicht im Bild. So, das war schon der Hinweis, dass ich damit auf jeden Fall etwas hätte machen können. Wie ist das Spiel bisher? Eigentlich immer genau das, was ich vorhin auch noch der Eindruck war. Das Spiel an sich ist überhaupt nicht verkehrt. Es ist halt dieser ganze Bullshit on top, der... nichts bringt und ehrlich gesagt nur reduziert. Und auch diese Open World artigen Missionen bisher sind so Das Spiel ist irgendwie immer dann am besten, wenn es dir einfach linear irgend so die Cutscenes, also die Cutscenes, muss ich sagen, das ist bisher wirklich das Highlight. Son of a bitch. Weil das Writing ist an sich wirklich gut. Er scheint irgendwas gegen Green Lantern zu haben. You, wanna talk about it? No. War da jetzt wenigstens Pinata-mäßig irgendwas drin? Oh ja. Ich muss auch sagen, das Gegnerdesign sieht halt echt einfach langweilig aus. Das ist einfach Purple Shit. Die sehen alle so generisch aus, die ganzen Gegner. Der sieht aus wie der Joker am Ende von Asylum. Was so das schlimmste Design war aus dem Spiel. I was just about to do that. Weiß ja nicht, ob ich einen Hai mit Blut bespritzen würde. You shouldn't be here. Yeah, we know, lady. Then why are you still in the city? Every minute I waste on you is stolen from the people who truly need my help. I won't be around to save you again. Where else are you gonna go, princess? All the fun is right here. I would bring you to Hobbs Bay to save the innocents there. If I thought you gave a damn. But we all know better. Leave Blut im Auge. While you still can. We're trying to. Das ist das Movement, was ich in der offenen Welt eher hätte. Ja, aber ich meine, das ist ja nicht so, als ob die gesagt haben, oh, das Story-Setup muss, wir müssen eins machen, bei dem die Gegner Aliens sind. Du hättest auch irgendwas anderes nehmen können.
She did not. Would you look at us? Following orders. Wo liegt deiner Meinung nach die Diskrepanz zwischen Steam Reviews und den Critics? Ich habe dafür noch, deswegen, ich habe es nicht komplett durchgespielt. Ich bin ja gerade erst ein paar Stunden drin, aber ich kann halt schon verstehen, dass wenn das genauso das einfach das Gleiche bleibt, die ganze Zeit, du hast immer nur diese Hauptmissionen oder beziehungsweise die Zwischensequenzen als so ein Highlight und alles da und der Rest ist wirklich so generischer Open-World-Kram, dann kann ich halt schon verstehen, dass du da irgendwann das satt bist. Es erinnert mich so ein bisschen die Resonanz auch an Days Gone, wo auch Days Gone interessante Aspekte hatte, aber runtergezogen wurde wirklich von so dem langweiligsten Open-World-Scheiß ever. Und gerade auch der Anfang vom Spiel musst du halt so viel Dreck durchmachen, bevor du anfangen kannst, es interessanter irgendwie so ein bisschen zu spielen. Aber ich meine, wie ich das auch in dem Podcast erklärt hatte, ist Suicide Squad generell auch wieder so ein Spiel, wo es, ich meine, das ist nicht mal die Kritiker, es ist einfach so die Steam-Reviews und der generelle, also die Meinung von Leuten, die das Spiel gespielt haben und die Meinung von Leuten, die es nicht gespielt haben, die geht halt sehr weit auseinander. Weil es ist sehr leicht zu einem Punching-Bag geworden und das hat sich so Stück für Stück eben aufgebaut. Weil es war einfach ohnehin schon so etwas, so die Leute, die Arkham-Trilogie mochten, das sind nicht die Leute, die einen Arkham-Live-Service-Spiel haben wollten. Vor allem nicht eins, was A, im selben Universum spielt und B, sogar die Handlung ein bisschen aufgreift und weiterführt. Weil du hast jetzt schon sehr viele Elemente, das, was eben auch mit Poison Ivy passiert ist in Arkham Knight, das wurde hier direkt aufgegriffen. Auch schon ein paar andere Figuren und du hattest ja, als der Stream angefangen hat, war ich ja in diesem Museums-Bit, wo auch die ganzen ersten drei Spiele nochmal so nacherklärt wurden. Das heißt, du hast, es ist nicht so einfach bei diesem Spiel dann zu sagen, oh, das ist irgendwie non-canon und hat damit nichts zu tun oder warum spielt das überhaupt in dem Universum, weil das offensichtlich sehr stark damit verbunden ist. Und dann fühlen sich halt, glaube ich, viele Leute vor den Kopf geschlagen. Das heißt, die Leute, die sich da eher hingezogen fühlen und das für den spielerischen Aspekt spielen wollen, sind wahrscheinlich auch eher die Leute, die solche Live-Service-Sachen, was heißt Live-Service, aber dieses Looter-Shooter, diesen Part davon mögen, die halt gerne dann den ganzen Kram sammeln und das weiter, ne, das sind Leute, die die ganze Zeit The Division spielen, seit 6 Jahren, die freuen sich, wenn sie zwischendurch auch mal was anderes haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Self-Selecting, dass die Leute, die keinen Bock haben, die spielen es halt erst gar nicht und die Leute, die Bock drauf haben, die spielen es. Und bei den Kritikern ist es nun mal so, das sind nicht die Leute, die darauf Bock hatten, das sind Leute, die quasi das machen mussten. Und du wirst wahrscheinlich eher weniger Leute in so klassischen Redaktionen finden, die auf diese Sachen einfach noch Bock haben die ganze Zeit. Oh, das war gut. Das war gut. That's some good shit. There he is, big green man. Aber ich dachte, das sind immer die kleinen grünen Männchen. Look who it is. Not even gonna put up a fight? Not what I expected. Here I am, looking for an Amazonian princess, and all I find is America's least wanted. Wonder Woman's a personal friend. You'll get to her over our dead bodies. Not mine. Ooh, backflip. Don't you dare give in to this asshole, Shark. Morton? This ain't the fight, mate. Enhanced interrogation it is. I hope none of you are too attached to your fingernails. Fängt Shark auch random an zu springen, weil ich springe? Something else, she legged it to Hobbs Bay. Just missed her. Expect about as much. Oh. Kind of figured Deadshot would be the one to give it up, though. Well, I'm still on mission. But I'd feel bad leaving you without something. Oh, and Deadshot. I know you're worried about your kid. Zoe, right? I'll make sure she's safe and sound. After Brainiac transforms her. Lantern, you piece of shit! Come back here! Well, hello, big boy. Oh, if I only had a sword. Anyone got a sword?
Every one of my teeth is a sword. But would you just use the damn thing? Oh boy. Ask a guy to identify. Wait. Every one of my teeth is a sword. Got one. Counter him when he's charging that damn arm cannon. Oh, einfach zu Tode gemeleet, so geht das, mein Lieber. Wo sehe ich eigentlich? Ich habe 3 Granaten, maximal habe ich. Warte mal. Ich bin jetzt auch. Ja, bye, bitch. Habe ich noch eine? Nein. Maximal sind 4? Ne, 3. The day's got jokes. We gotta find a way out of this stupid stadium. Weirdest little cricket pitch I ever saw. Keine Ballons hier. Wie kann ich das? Ach hier, da und runter. Ich hab 3, okay, das Maximale. Bevor ich rausgehe. Diese fucking Koop-Türen. Oh, immer irgendwelche Garagen hochmachen. Hat sich nichts geändert. Ich meine, es waren 2 Gegner, gegen die ich kämpfen musste. Ist das der Storypunkt Sitting Ducks oder war das etwas? Nee, das war Remove Raypoint, den hatte ich da ausgewählt, okay. Your orders are to assist exfil of an Argus unit gone MIA after field testing Gizmo's. Ja, aber auch hier, ne, wenn das jetzt so schlechtes Wetter ist, ich weiß nicht, warum ich... Willst du das Spiel wirklich so aussehen lassen mit dem schlechten Wetter? Es ist einfach... Es wirkt halt sehr depressiv, der Stil davon. Und ich glaube, so, weil die Stadt an sich, auch mit dem Arc-Deko und so allem, sieht ja nicht verkehrt aus. So, Metropolis. Aber... So, bei Gotham haben sie es halt wesentlich besser geschafft. Ich glaube, das ist halt sehr viel, das ist die Farbe und das Lighting und vor allem halt dieser ganze andere Wichs, der wegen Brainiac halt da irgendwie rumschwirren muss scheinbar. Plus halt auch diese ganzen lila Dinger, das ist halt eher was aus so, das erinnert mich vor allem an Saints Row 4. Aber obwohl das halt der, und ich meine jetzt auch nicht so, Saints Row irgendwie so die hübscheste Umgebung irgendwie hatte. Aber es war halt auch irgend so eine Drecksstadt, in der du warst und nicht irgendwie fucking Metropolis. Just so we're clear. Weil hier einfach so, ja, die sind halt lila, damit du so gut in dem ganzen Unwetter irgendwie direkt sehen kannst, I get it. Aber es ist nichts irgendwie, das visuell... Und ich finde, du kannst auch solche Billo-Alien-Gegner, sowas kannst du alles irgendwie interessanter machen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Gegnerdesign aus Bayonetta 3 zum Beispiel, aber selbst das sieht besser aus als hier. Die Suicide-Slums, ich frag mich mal, was da passiert. Got some shiny new ordnance for you, TFX. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Pull this rescue off. You'll need the Shrink-Tech requisition from the Hall of Justice. Miniaturizes and protects. Kann ich jetzt in den Arsch von Green Lantern reingehen, Ant-Man Style, wie bei Thanos? Ich finde es so dumm, dass Leute darüber beschweren, dass anscheinend unwürdevoll mit den DC-Figuren umgegangen wird in einem Spiel, in dem man Villains spielt. Ja, also es ist halt, ich finde das jetzt keine gute Antwort drauf, so dieses so, oh mein Gott, das Spiel heißt Suicide Squad Kill the Justice League und dann töten sie Leute aus der Justice League, so. Aber es kommt trotzdem nochmal darauf an, wie das dann präsentiert wird. Ich hoffe, dass ich die Batman-Szene gesehen. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser funktioniert, wenn du es im Kontext der ganzen Mission hast und der Storyline davon. Aber diesen Moment out of context zu sehen, hat sich halt wirklich so... Das hat sich sehr flach angefühlt. Das war jetzt nicht so der, so wenn du halt dann deinen früheren... Wenn du so einen Moment mit dem, nicht einfach nur Batman, sondern halt wirklich der Protagonist der kompletten Arkham-Reihe, ja. Wenn das dann irgendwie so der Punkt ist, dann... Aber ich hoffe halt, dass man das im Kontext der Handlung, dass das ein bisschen besser rüberkommt. My people are laying low in this area after a vehicle field test.
test went snafu. Oh, one talent point. So using the untested technology. Geil, baby. Let's see what we've got for you. Okay, das heißt, das geht hier immer so weiter rum und du kannst dann jedes Mal auch nur eins auswählen. Okay. Aber das werde ich ja dann gleich sehen, ob ich nur eins auswählen kann oder ob ich runtergehen muss oder ob ich das hier oben auch weiter auswählen kann. Was haben wir? Increases melee damage by 200%, but melee cooldown is increased by 2 seconds. Das finde ich, ist irgendwie nicht wert, wenn ich gerade bei Deadshot Melee mehr einsetze, um den die Schilde zu brechen und eben diesen Schildbonus zu bekommen. Dann würde ich es eigentlich so häufig einsetzen können, wie ich möchte. Increases critical hit damage by 15%. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Melee hits cause enemies to spawn firearm ammo, but the melee cooldown, habe ich jetzt bisher kein Problem gehabt. Machen wir das hier. We find your soldiers, make them tiny, and bring them back. I'll handle finding them. I'm gonna scan for life signs. Ooh. Downside, we'll get a crap ton of enemy attention on us. Ooh. And them. Wait. Yeah, baby. These poor buggers were safe until we turned up. No, damn it, TFX, just get this done. I scan, the enemy show up, you engage. Okay. Time to engage. I wanna engage. I've seen too much purple on the area scan. Wipe them off. Die einfach ihre Schilde hier aufgebaut haben, die Bastarde. Come on, come on, not now. Hands up, uglies. Got a soldier. Shit. Direkt die erste Welle irgendwie weg. Ich fände es halt cool, wenn die Movement-Optionen irgendwie nachher noch dann auch geupgradet werden können. Irgendwie, weißt du, dass du so ein bisschen länger fliegen kannst oder vielleicht nochmal einen. Also, dass das irgendwie auch noch hier mehr Tempo dann drauf geht. Aber ich glaube, das würde halt auch diese Riddler-Challenges dann irgendwie brechen. I don't know. Wo sind Gegner? Da sind Gegner. Ach, da oben. Das ist der andere? Okay. Civilian is ready for pickup. Hallo, Civilian! Ab in deinen Pokéball! Fucking Pal World! Oh boy! Good. Deliver him to the door, shake him out, and you're done. Inflicted in bottom soldier. Fucking Pokéball. Firing off a scan. Oh, da sind noch Gegner hier. Do what you're mediocre at. Saving people. God damn it, TFX! I need that walking artillery cleared out. Wo sind andere? Hier noch, da, ne? Wo ist der? Komm schon. Komm, fall runter! Aww. Oh. Wo ist er? Da oben bei B, okay, alles klar. Lass mich kurz hochgehen. Das Ding hat. Achso, ich wollte gerade sagen, das war der Gegner, der dahinter ist. War das sehr verwundert. Komm her. Aber den Pokéball mit dir. Das ist schon sehr dumm. Aber das mag ich. Auch dieser RGB-Effekt dahinter. Aber ich meine, die Mission an sich ist jetzt nicht wirklich interessant ansonsten. Ist halt auch nur so, halt, töte Gegner. Gegner kommen in Wellen, töte sie. Da fehlt dann halt, glaube ich, ein bisschen so die Gameplay-Variety, habe ich das Gefühl, noch Zeit. Ich meine, es fühlt sich halt jetzt schon sehr, sehr sane an.
Und das Encounter. Ich meine, das ist halt immer auch das Problem, wenn du halt den Counter-Design in so einer offenen Welt hast, ne? Also dann werden halt die ganzen Gegner in Wellen reingeladen, das ist auf 4 Leute aufgelegt, das heißt, alles ist so vollgespratzt die ganze Zeit. Wo ist der letzte? Gegner? Ach, da hinten. Deadshot, I am your fire support. Der lebt noch. Okay, wo? Da oben. Ja, ja, ich komme. Ich habe dich. Whoop. I choose you. Warum eigentlich in den Bus rein? Time to exfil back to the Hall of Justice. TFX, you get your one time ride on the bus. I call it the flagship. Wow, okay. Das ist ein Bus, in dem Leute mit Waffen sitzen, ist das eine Fortnite-Referenz. Grunts grabbed. Fries fried. Bei den Tags sind bei YouTube vollkommen irrelevant geworden. Ich benutze gar keine Tags mehr. Das ist einfach das Zeitverschwendung. Du musst alle deine Tags in die Beschreibung reinpacken. So Tags sind nur noch dafür da, wenn Leute sich verschreiben oder so. Das heißt, du machst in die Tags immer nur noch so alternative Schreibweisen für irgendwas rein. Weißt du, so Abkürzungen von irgendwas oder dass sich jemand irgendwie verschreibt auf eine besondere oder auf eine verständliche Art und Weise. Ansonsten bringen Tags einfach überhaupt nichts mehr. Also das Wichtige ist, dass du SEO-mäßig deine Begriffe und alles Mögliche halt organisch irgendwie in die Beschreibung reinpackst oder so. Das ist halt... Deswegen, wenn du zum Beispiel deine ganzen eigenen Links oder so nach oben packst, das ist so das Schlechteste, was du in dem Bezug eigentlich machen kannst. Aber so relevant ist es halt auch nicht. Traversal Attack Regain. Gain 102%. Das ist jetzt Parity. Okay, alles klar, wir machen es einfach mal dran. Was bringt das? I'm locked and loaded. Ja, Revolver. Alles klar, passt schon. Ja, ich meine, deswegen mache ich es ja. Ich hab nicht gesagt, dass das Spiel kacke ist. Aber die Resonanz ist auf jeden Fall so ein bisschen da. Zumindest bei der... Das war ja so hauptsächlich von den Leuten, die es halt auch nicht gespielt haben. Und dann bin ich halt mal... Dachte ich mir, guck ich's mal an, wie es denn ist. Task Force X. You get to stay behind and meet the Gizmo. You wanna meet my Gizmo? Soll ich dir mal meinen Gizmo zeigen? Den darfst du nach Mitternacht auch nicht mehr füttern. so ein bisschen wie bei Yakuza. Mit den Tsujimon. Nur, dass du halt wirklich Civilians fängst. Thank you. The Gizmo. Dafür platzt jetzt einfach. That's a gerbil, moron. Right, let me take a look at you. A muscle head. A nut job. Something. Janneke, wollen wir dir auch so ein Jetpack schenken? And a homeless person. You're perfect. We know. Perfect for what? Crash test dummies. The name's Gizmo. Since they couldn't get heavy ordnance into the city, Argus recruited yours truly to weaponize some of the local rods. Now, das Charakterdesign für die ganzen DC-Figuren ist halt immer noch super. Noch als Autorennmission wie in Knight. Ich will auch so grüne Goggles haben.
explodiert. Keine Automission. No goddamn way I'm getting in one of those. Relax, you crack beefcake. We've all been in worse rides. Be my guinea pigs. No offense, buddy. And I'll drop in fully outfitted, absolutely lethal vehicles. Till then, boss lady wants to see you up in the secret hero clubhouse. Take the elevator. I gotta admit, she might have shoved a bomb in my brainstem, but I like a broad with sass. And Walla, she got sass for miles. Now scram! Weird King. Oh, ich liebe es, wenn eine Frau mir Bomben in den Hinterkopf einpflanzt. Maximo, übrigens, vielen Dank für das Prime, aber guten Abend auch. Ich hätte gerne mal ein Spiel mit den ganzen eher abgedrehten Batman-Villains aus dem Asylum-Charakteren. Das fand ich sowieso, ich war ja bei, bei Batman, ich hatte halt die Animated Series gesehen damals und auch viele der Titel gespielt. Aber das war, glaube ich, erst mit Asylum, dass ich halt wirklich mal so die Bandbreite an Batman-Villains gesehen habe. Das war wirklich ein Spiel, das hat mir echt Spaß gemacht, auch diese ganzen Zusatztexte dazu zu lesen. Wo dann eben wirklich bei jedem Villain auch so ein bisschen eine Erklärung drin war. Und da gab es so viele da drin, wo ich gedacht habe, oh, das wäre eigentlich richtig geil, die mal in den Spielen zu sehen. Und in den Spielen selber waren aber eher so die klassischen Batman-Villains, die ich halt auch aus den Animated Series und sowas, oder aus den Filmen oder so kannte. Und halt weniger Leute, die jetzt nur in den Comics irgendwie vorkommen. So, wo ist in einem der Spiele endlich mal der Calculator? Oder irgendwie, gibt's nicht auch irgendwie The Wheel oder so ein Scheiß? Ich glaube, Calculator auch einer der wenigen, ist es nicht einer der wenigen Villains, der tatsächlich Batman besiegt hat? Weil er quasi so seine ganzen Moves hier irgendwie vorberechnen konnte. Und irgendwie danach ist er zum Steuerberater, zum Accountant quasi der Bösewichter geworden oder irgendwie so ein Scheiß. Bester Aufzug. Ich bin der Aufzug. Ist The Wheel Spider-Man? Ich weiß halt nur, dass es irgendwie so einen The Wheel-Typen gibt, was ich immer noch einfach super lustig finde. Zebra Man ist ein bisschen zu. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche Takashi Miike-Charaktere geben sollte. Mein liebster Batman-Villain ist Visitor Q. First up, Hack's waiting for you in the city with some intel and upgrades. Well, hop to it, TFX. You rescued some of our people. Big whoop. Was war das für eine Voice Line? Not a big fan of letting Gizmo put one of you. You rescued some of our people. Big whoop. Holy moly. I used to see your name all over the most wanted lists. Thought you'd be taller. Oh, 5'9", Motherfucker. Sieht aus, als wären das so Actionfiguren in Plastikverpackungen. Ist Butman. Ist Superman. Wonder Woman. Kein Aquaman, so, though. ganz am Ende vom Spiel kommt noch Aquaman. Hey Leute, habe ich was verpasst? If Lantern's holding down the power plant, that'll make going after him tricky. Convicts just walking around. You don't seem quite as quirky as the others. Ich find's ganz lustig, das heißt, jeder von den Suicide Squad Mitgliedern hat dann so eigene Dialoge, die er von ihm bekommt. Kitchen? Wait, what? I wanna go. Kann ich mir irgendwo Essen machen? Das wäre geil. Das wäre based. Is the Penguin. Sure beats that moldy warehouse, right, boss? I like talking to you too, pal. But enough. I don't buy you surviving another round with Green Lantern. Crack it all open. Let's get eyes on
Ich muss da an diesen einen Tweet denken, wo letztens jetzt nochmal für den weiteren Batman das Colin Farrell Make-up für The Batman gezeigt wurde, was wirklich super ist. Ne? Also das Make-up ist hervorragend und ich fand, der hat den auch super gespielt. Aber der Kommentar war dann wirklich einfach so, früher hatten wir Schauspieler, die einfach so aussahen. Und ich meine, keine Ahnung, das ist halt schon so. Du hast jetzt nicht mehr irgendwie die aktuellen großen Schauspieler, die einfach aussehen wie ein Danny DeVito. Außer Danny DeVito. Relax, Dad, I'm an AI projection. The Big Hund. Giant self. Gab's nochmal? Ne, gibt's keine XP, bleiben wir bei Deadshot. Thought you'd want to know the enemy are using terminals to seize and transport precious material. Du wirst aber ganz still, wenn dann die Delfine kommen. Exactly. So Aquaman mit so einem Sharknado wäre was schon lustig als Attacke. The bug could be inside any enemy, so follow this tracker. Happy hunting. Okay. Hello, Metropolis. Was war das? Track Looty Naut. With seemingly no help in sight. The military is effectively blockaded outside of the city. And members of the Justice League have either been converted to his cause or are MIA. A worthy challenge. First we bring down the helicopter, then treats. Then treats. Ist das der Helikopter nicht? Ja, okay, der bringt das Gelbe da dran. Piyota! What the fuck? Reloading. Muss ich das einfach bekämpfen, das Leuchtende? Weil das hat gerade so eine Lebensleiste. Oh lol. Ich dachte, es wäre zuerst so ein bisschen einfangen wie diese, Alter, diese fucking Arschloch-Dinger aus Crackdown 2. Diese Orbs, die du einfangen musst. Boah, das waren solche Husos einfach. Gimme, gimme, gimme. Thanks to hacking, we now have a way to hunt these crawling piñatas down in the field. When the tracker is active, follow the direction indicated to locate the lootinauts. Das ist einfach Loot. Okay. I'll track them. Count on me. Lootinauts. Plus one credits pickup amount, SMG damage, nee. Hat ja viel gebracht. Thanks, Hack. Chases, fights, swag. It's like you read our minds. Hey, can you read our minds? I'm visualizing real hard. Money for nothing. Come on. Lass mich fliegen. Hey, TFX. I violated a Let me bewegen myself. Got a proposal? Okay. Here's something else I've been working on. Contracts. Your very own mercenary Your contracts. Your villainous ever. Allies will post contracts through hacks with specific requirements and resources as rewards. Take on multiple contracts. Track your progress from the map. Okay, einfach Nebenmission, einfach weitere Nebenmissionen von irgendwelchen bösen Swillens. When you activate a contract, I'll handle tracking it. Okay, was ist das? Available. Kill 20 enemies. Oh, das sind keine Nebenmissionen, das ist einfach. Oh, okay, einfach 20 Neben. Hier ist Erfahrungspunkte. Bob and Weave, guys. Do it 5 times, please. Practice makes. Perform ground evades. Okay. Ground evades war einfach mit dem, auch wenn du am Boden bist, den Stick einfach reindrücken. Das sind einfach nur so Skill-Challenges. Okay. Aber du kannst immer nur zwei gleichzeitig, das hasse ich. Lass mich einfach die ganze Scheiße auf einmal machen. Einfach immer nur, oh, du darfst jetzt, nur wenn du das aktiviert hast, die 20 oder so zu machen. Jetzt kriege ich einmal kurz wieder angezeigt, was das Rätsel irgendwie ist und dann... Aber vor allem, es ist halt so Thousands Plot, das ist hier in dem ganzen Gebiet ist es halt irgendwo. Ist es hier da drin? Thousands Plot, X-Marks, das ist keine Ahnung.
Ist halt dann irgendwann der Punkt, wo ich dann auch einfach herkomme. Hier, mach einfach, guck einfach mit dem Guide nach. I don't have a full inventory of our losses. He's Batman. And hunting it down feels more sophisticated than any one of the Batman. So their muscle. Meaning somewhere. Trophy discovered? And we need to eliminate. But where? Where is it? There is it. Ich meine, da musst du wenigstens so nah genug dran sein. Das wäre auch bei der, also das wäre auch einfach, glaube ich, absoluter Arschfick, die alle so zu finden. Alter, ich habe damals ja für Arkham City die Komplettlösung gemacht. Ne? Auch mit allen Nebenmissionen. Also wirklich 100% Guide, mit allen Riddler-Trophies und alles. Und das war eine Woche, bevor das Spiel raus war. Und ich musste halt wirklich diese ganzen beschissenen Riddler-Trophäen alleine finden. Und die dann in den Guide reinschreiben. Alter, es gab so zwei, drei. Es gab irgendwo eine, ich weiß nicht mehr, wo das genau war, aber das war, glaube ich, in irgendeinem Aufzugsschacht. Und du musstest dann, du bist normalerweise, glaube ich, von oben nach unten gedroppt und du musstest dann aber von unten nach oben hochgehen und aus einem bestimmten Winkel gucken, um den Scheiß irgendwie zu finden. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht, wirklich. Boah, das war so ein Krampf. Deswegen habe ich das seitdem auch nie wieder gemacht. Ich hatte halt damals nur die PS3-Version, habe ich halt vorher gekriegt. Und ich habe, glaube ich, drei oder viermal versucht, die Xbox 360-Version von Arkham City anzufangen. Ich habe es nie geschafft. Mir ist es einfach viel zu schnell langweilig geworden, das Spiel. Und ich habe auf der PS3 habe ich es halt einmal 100% gemacht. Aber halt nur einmal, nicht New Game Plus nochmal 100% gemacht, wo ich auch gesagt habe, fickt euch. Ich muss jetzt für die Platin nochmal 100% machen? Im New Game Plus, wirklich? So, get fucked einfach. Wirklich. So, echt einfach, get fucked. Go on, take it for a spin, dear big fight. LOL. Das ganze Grün lässt mich gerade wirken, als ob so ein PlayStation 2 Spiel wäre, so ein Overlay davon. Warte mal, das ist Descent, Ascent. Oh geil, sie haben das Batmobil wieder zurückgebracht. Das, was die Leute geliebt haben. Ich meine, ich find es cool, weil das einfach jetzt wirklich so ein bisschen rumfliegen. Das ist halt so ein bisschen Abwechslung, weißt du? Okay, ich muss erst die kaputt machen. Und dann kann ich die Schilde kaputt machen. Ich meine, das bringt in dem Fall eigentlich nicht. Muss ich an das B selber dran gehen? Warte mal, ich kann hier 20 Gegner töten. Das kann ich noch schnell machen. Panzer töten. Was hab ich denn noch? Das Dot? Go to access vehicle. Ich weiß halt nicht, was dieses in der Mitte unten, dass diese Bombe leuchtet, bedeutet. Wo ist denn das Auto? Wo ist mein Auto? Ich möchte wieder zurück ins Auto. Wo ist denn das jetzt? Das ist einfach der fucking... Das ist einfach meine anderen Mitglieder weitergefahren mit dem Auto? Kann ich nicht den Zelt als Dodge? Vom Brown Evade. Ich weiß nicht, wann wird das als Evade gezählt? Okay, ich habe meine Brown Evades. Okay, wo ist das? Können Sie auf der Karte irgendwo sehen? Ich mach einfach mal die Dinger fertig. Peel these guys off so we can hit the crystal. Extinguished. They overcame a shield. Very well. Hab ich das nicht kaputt gemacht? Ach, da oben. Hä? Ist da oben noch eins? Nee, okay. Das sah gerade aus, als ob ich noch irgendwas kaputt machen müsste dafür.
Okay. Jetzt. Okay, jetzt geht's. Egal. Send a patrol to requisition the material. Say thank you, Penguin. Ich meine, Catwoman war halt das Problem, dass sie in diesen, dass ihr in diesen DLC reingepflanzt wurde und dass sie deswegen, das heißt, wenn du zum Beispiel nicht diesen Catwoman DLC hast, dann kriegst du halt von ihr wenig mit und den, ich weiß gar nicht, ob es den zum Start überhaupt gab damals. Ich hatte den auf jeden Fall pre-launch nicht gehabt. Crafting, wirklich? Crafting Equipment? Are you fucking... Alter, warum dauert das immer so lange? Oh, gelbe Xbox. This was made for a pro. Good thing I'm handling it. Das, warum dauert das so lange? Warum dauert das so lange, sich das anzeigen zu lassen? You've made encouraging progress, Task Force X. I'm releasing the limiters on your nanite bombs. You have the run of the island. Ja, das war dieses 10-Euro-Ding, dass wenn du es dann irgendwie zum Start gekauft hast oder so, dann war das als Code mit dabei, glaube ich. Aber ich hatte, das war Pre-Release, hatte ich halt diese Promo-CD, Blu-Ray. Und da war das Ding nicht drauf. Das heißt, ich habe das erst in der Xbox-Version gespielt. Liebe Suicide Squad. Es könnte ein richtig geiles Spiel sein, so wenn sie mehr in diese Saints Row 4 Richtung gegangen wären. Weißt du, wenn du wirklich auch dieser ganze Loot-Scheiß einfach weg damit, die ganzen RPG einfach weg damit, aber wirklich sich auf so coole Nebenmissionen, weißt du, so mehr sowas wie dieses Ritter-Ding oder so und weniger Standard-Open-World-Scheiß, den du halt überall schon 3000 Mal gesehen hast. Das ist es so, was mich ein bisschen Unlock Gear. Okay, das heißt, jetzt habe ich diese Active Contracts, das heißt, ich muss hier reingehen und dann kann ich die collecten. Okay. Bonus-Reward, Alter, ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Ich habe irgendwie Credits und dann habe ich grüne, blaue, lila und gelbe Sachen. Ich weiß nicht mal, was die sind. Take what you've earned. Da habe ich Ressourcen zum Bauen oder so, muss ich mal gucken. Was haben wir hier? This is better. But land 3 hits on those goons with your gadgets. With terrestrial attacks, okay? Have fun, kids. Bring back any limbs you lose. I know a guy. Was sind denn die Rooftop-Dinger? Was sind das überhaupt? Hier Sniper Rifles, das ist für mich. Das ist für mich. Sniper Rifle! Gonna boost! Brain's not gonna upgrade itself. Least not yet. Ah, das heißt, du kannst wirklich nur eins pro Reihe auswählen. Okay. Ja, das ist dann natürlich sehr, sehr spannend, was ich hier auswählen kann. Suicide Strike. There's a powerful single-target attack that can be executed after having built up enough Suicide Strike resource. Deadshot Suicide Strike also makes all nearby enemies mark successful to critical hits. Okay. X plus A, okay, das ist so ein bisschen wie die Batman-Combo-Attacken. Okay, alles klar. Jetpacks, man! Habe ich überhaupt gerade eine Hauptmission, die ich machen kann? New Mission available. Das heißt, ich muss gerade Side Story machen. Es gibt gerade keinen. Weil das hier scheint es. Oder das ist. Guess we better try to kill the freaking Justice League. Oder ich weiß gar nicht, was ist jetzt so. Boah, das ist zu crazy stark momentan. Ach, hier ist Hauptstory da. Okay, Audio Logs. Zeigt ab Charakter Deadshot. Okay, gut, dass ich ihn ja gerade schon spiele. No offense, but I got a life to get back to. The hell away from here. Hab mich nur gewundert, dass es nicht automatisch ausgewählt war, weil das sonst eigentlich immer der Fall war. Oh ne, warte, ich kann ja direkt mal hier. Yay! Weißt du, damit ich halt den einen Plus bekomme. Vielleicht das als Sniper-Kill? Integration or
Contract completed? Das war's schon? Das war nur, achso, das waren die Kills, damit ich dachte, dreimal machen. Okay. Warte mal, was habe ich denn mit der. Was ist denn. Ich habe. Also, das ist ein Revolver, was ich habe, ne? Okay, dann machen wir mal. Dann machen wir mal diese Dachdinger, auch wenn ich nicht weiß, was die sind. This contract's got it all. Risks, danger, bloodshed. What more could you want? Hey, this drone phases out. That doesn't count as me missing a shot. Guck mal gerade, wo ich irgendwas auf den Dächern, auf dem Weg dahin sehe, dann kann ich zumindest mal testen. Aber die Sachen scheinen zumindest auch kaputt zu bleiben, dauerhaft. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass die Sachen auch wieder respawnen. The Batman has tanked Batman's stocks. This place is used as money talks. Okay, es könnte halt sehr vieles sein. Es könnte. Aber es ist halt auch sehr schwer, hier das dann irgendwie zu finden. Das ist bestimmt das Fastfood-Restaurant. 24/7 Burger, that's it. Fiskus Dash, Lex Luthor sits. Warte mal, da war ein Lex-Bild hier irgendwo. Come on, not now. Das war's auf jeden Fall nicht. Na egal. The Brainiac has tanked Batman's stocks. This place still proves that money talks. Money talks. Errands. Gotta cool the jet. Ich weiß nicht, ob die Gebiete einfach ein bisschen zu groß dafür sind. Für diese Riddler-Sachen. I wish I had better news to report. With colors bright and profits low, here Simon says... Okay, und dann ist er schon wieder weg. Und vor allem, die anderen hat er nie vor... Er hat das eine vorgelesen, aber das nie. Ja, partially complete. Das heißt, das ist es. Und ich muss dann einfach nur... Yay! Ich hab das nicht mal... Das war wieder schon etwas, was ich nicht wusste, dass es überhaupt ein Rätsel ist. Ich habe einfach nur gedacht, oh, das sieht etwas aus, was die Antwort auf irgendwas sein könnte. Wonder Woman tried to protect as many as she could. And he... I don't think I've ever seen Wonder Woman lead before. He used Wonder Woman's efforts to protect civilians against... Ah, okay, und das ist jetzt das an. Na, komm, dann testen wir es einfach mal hier aus. Still, she was able to lead a handful of survivors away before making her own. 165 für so einen komischen Low-Level-Grunt. Aber ich meine, es ist an sich keine Cooldown-Attacke. So, du füllst sie auf, aber es sind halt so durch ganz normale Aktionen, die du eigentlich eh machst, füllst du die Sachen auf. Ja, aber es bringt nicht wirklich was, da was zu machen. Deswegen. So, die Interaktion mit der offenen Welt, die fühlen sich halt ein bisschen leer und so unnötig an. Ich weiß nicht, wie das Spiel dadurch irgendwie so großartig profitiert. Reload. Und dann gucken wir doch mal, ist das Ding? Scheinbar nicht. Meine ganzen Items! Nein! Okay. Das ist LexCorp.
Vielleicht ist es Lex Parking gewesen. That's a lot of freaks. We need to cover each other's backs, okay? Oh, Riddler Trophy. This is our last mission together. I'm not really the sentimental type. Suicide Strike. Wait to be shot at you. Shut up, Boomerang. Take cover. Lightning can field overwhelming firepower. Nice. Ich habe zum Glück meine ganzen Spezialattacken gehabt, deswegen ist es überhaupt kein Problem. Aua! Wer war das von denen? Ah, verdammt. Warte, ich vergesse immer, dass ich noch die Granaten habe. Komm schon. Ja. Wer ist das mit dem Eisding, der mich dann irgendwie auf einmal trifft? Was da hingehen. Die Items. Ach, der ist das, okay. Okay. Das ist noch irgendwer? Ach, hier Bastard, okay. Ach, verdammt. Deswegen auch noch mal ein paar Revolverschüsse. Warte mal, kann ich das bei denen anwenden? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja. Alter, wie viel Schaden macht der? Holy shit! Der fucking Revolver, what the fuck? Okay, das Ding. Noch irgendwo was? Das war's, glaube ich. Let's go. Beziehungsweise go to LexCorp. I am at LexCorp. Okay, sorry, jetzt erst. Entschuldigung, ich musste erst weggehen, damit dann die Mission aktiviert wird, scheinbar. If there's anyone on this channel, open the damn door. You didn't say please. Ich meine, Arkham Knight fühlt sich halt größer an, weil du mit Batman auch nicht überall so hin und her zoomen kannst, ne? Also ich kann gleich mal kurz die Map zeigen, ja. Hier. Ich weiß nicht, ob du nachher noch was freischaltest, aber das fühlt sich, glaube ich, nicht danach an, weil das hier, glaube ich, die ganzen Punkte sind, die abgeschnitten. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Ich kann auch hier... Es ist auf jeden Fall überschaulich, aber ich finde, dass ich will auch ehrlich gesagt nichts Größeres haben. You heard the man. Let's get up there. Going airborne. Wee. Ups. Xbox. What a mess. And it wasn't us. Huh, security's on. Power's on. Alles muss bei dem grün sein. Fucking Bioshock Aufzug. Alter, Art Deco ist so geil. Gib mir einfach mehr Spiele mit Art Deco Design. You took long enough. Is it safe outside? Can you get me out? I'll open the doors. Oh, thank God. Wait, which superheroes did you say you were? Stephen King. Okay, I admit it. Luther had me researching the ship. Dr. Happerson. Happerson. I couldn't care less, mate.
We just want the nanite bombs you made for Waller out of our heads. Now! That's all you want? Of course. Of course! We have to go free. Depends on you, man. Let's go. War das so vorgegeben von Lex, dass einfach alles grün sein muss? Right. The process should be relatively painless. I might not shoot your other leg. I'm afraid I can't allow that. Director Waller, in person. I don't suppose you brought a warrant, but it wouldn't matter anyway. Oh, kann ich Jeff Bezos auch töten in dem Spiel? My secrets are my own. You listen to me, Luther. Thank you for your service, Hepperson. You're dismissed. What? Delete and purge all data. Lex sieht einfach auch aus, als wäre er irgend so ein siebte Konsolenspiel-Protagonist irgendwie. Jetzt nicht übergriffig werden hier. Luxk! Oh, new trauma unlocked. Hack, stop this. Already on it. I'll save what I can. Death Force X. Nein. Progress mit einer 3 und Doppel-Z. I counted on you going rogue to get us inside. All humans do is manipulate. Hacker man. In my home, father would never. I'm your daddy now, Shark. That goes for all of you. I'm your daddy. Oh, those bombs ain't coming out. I'm putting new ones in. Einfach so in jedes Körperteil, dass es noch einzeln abgesprengt werden kann. Me at the dentist. Klang wie eine fucking Pinball-Maschine gerade. Get that into your heads if you want to keep them. Der sieht einfach auch aus wie Lex. Now. Luther's ahead of us. And we've got nothing on him. What are you going to do about that? Waller sieht einfach aus wie ein Dragon Age Charakter nach jedem zweiten Kampf. Maybe we could ask her. What, Ivy? Poison Ivy? Dead Poison Ivy after Scarecrow gave Gotham a crop dusting. That one? I got a real strong hunch she ain't pushing up daisies no more. Find her. Bring her to me for questioning. We'll find her. Bring mich nochmal zurück. Ist es? Find her. Oder hat sie sich literally fortgepflanzt? At least your shepherd got us these schematics for the latest LexCorp weapons line. Yay! Neue crafting recipes. Vor allem, was ist das für ein Logo für LexCorp? Das sieht aus, als wäre das ein Logo von irgendeiner Paintball-Marke oder so.
LexCorp-Pistole mit Blut drauf. Warum ist da Blut drauf? Sind die gerade aus dem Typen rausgespritzt? Capacity 12%, Pickup Amount, Recharge, okay. 10% Reversal Attack Resource, ja, machen wir einfach mal. Who cares, who gives a shit? Gieß einfach Leuten eh ins Gesicht, who cares? Why send us instead of all our Argus mooks? Mooks. These corrupted former humans are the rank and file of the invading army. Alter, hol dir einfach einen Stuhl. Das ist nicht gerade die beste Haltung. Einfach wieder weggehen, who cares? We're gonna need some industrial strength weed killer. Panda! Das bin ich, wenn ich meine ADHD-Medikamente genommen habe. How would you like to alter your brain? Of course, Luther's running everything on LexOS 10. This file system sucks. Okay, 22, ich glaube, das sollte dann eigentlich für den guten Einblick. Ah! Big Woman! I am in your leg. This Ivy has the abilities of a goddess. Surveilling her feels profane. Well, your Batman has a problem with boundaries. He built a pheromone tracker to find Ivy. Just modded your comms. If Ivy's in the city, this tracker will lead you to her. Let's find her before the League does. Ah, jetzt hab ich's auch mal gesehen. It's Ivy those League chumps should be worried about. Lest y'all want to end up a poorly plated spring mix, you better put me in charge and let me talk to Ives first. Tracker bei 44%. Kannst du nicht einfach eine eine Distanzanzeige machen, wie das vorher auch der Fall war? Okay. Kann ich gerade nur so langsam gehen? Warum bin ich immer noch im Cutscene-Modus gefangen? Ich kann noch nicht schießen. Warte mal, ich wechsle mal kurz den Charakter. Ah, okay, und jetzt nochmal auf. Nope! Ich mit ihm den Schieß? Ja, mit ihm. Okay, ich kann einfach gerade. Gut, dass ich. Hervorragend. Super. Weißt du, gibt gerade Poison Ivy Bonus. Aber es bringt leider nichts, wenn. Ich mit ihr nicht wirklich spielen kann gerade. Aber ja, das so in Prozenten anzuzeigen. Das heißt, ich hatte jetzt Meta-Anzeige, du hattest einfach nur, hier geht es in eine generelle Richtung, wo du hingehen musst. Und dann gab es auch noch, jetzt gibt es hier das in Prozenten. Das einfach an sich machst du bei allen drei exakt das gleiche. Aber sie haben drei verschiedene Wege gefunden, das irgendwie anzeigen zu lassen. Gratulation. Das ist schon bemerkenswert. Helikopter.
Ja. Aber trotzdem, gut. Ich glaube, dass wir. Das würde für den Eindruck, denke ich, reichen. Ich nehme jetzt auch nicht an, dass sich das großartig noch in der Zeit für den Stream ändern wird. Und dann würde ich stattdessen jetzt noch die Zeit nutzen, um die Videos für morgen früh aufzunehmen. Oder ich muss mal kurz gucken. Ich hatte noch so viele, auch die Videos noch, die ich gucken wollte. Aber. Wollte eigentlich noch ich habe mir das bis jetzt nicht angesehen, weil ich das im Stream eigentlich gucken wollte, die The Day Before Reportage von Game 2 und von der GameStar. Aber die geht halt jetzt noch eine halbe Stunde und ich weiß, dass das mindestens eine Stunde lang geht, wenn ich mir das jetzt irgendwie ansehe. Und ich möchte jetzt ungern irgendwie erst um zwei oder so wieder ins Bett gehen. Deswegen. Ja, ich glaube, das ist dann der Moment, wo ich dann hier mich verabschiede. Ich muss mal gucken, vielleicht ob wir es morgens schaffen oder so. Weil ich jetzt nicht für Donnerstag irgendwie mehrere Videos oder so noch aufnehmen wollte. Muss ich mal sehen. Ich muss mal gucken. Vor allem, ich wollte eigentlich die Streams auch momentan jetzt ein bisschen früher starten. Aber ich werde wahrscheinlich morgen noch mal nachmittags zum Arzt fahren. Nach Düsseldorf, das geht halt mindestens 2 Stunden hin und zurück. Das heißt, ich weiß nicht, also vielleicht schaffe ich es ein bisschen morgen früher anzufangen, irgendwie nachmittags oder so, müssen wir mal gucken. Weil ich wollte morgen auf jeden Fall in Foam Stars reinspielen, mir das ansehen. Das ist ja jetzt heute rausgekommen. Ich sollte das dann mal auf der PS5 runterladen. Gleich einfach schon mal, sicherheitshalber. Und Alisa ist jetzt der Developers Cut auf den Konsolen rausgekommen. Und das wollten wir für die nächste, übernächste Inkrim-Ausgabe besprechen. Das ist so ein. Das war eines so der ersten oder sehr frühen Low-Poly-Spiele, Indie-Spiele. Und ist bisher nur auf dem PC gewesen. Ist so sehr Resident Evil inspiriert, eben auch mit festen Kameraperspektiven. Und das sah ganz cool aus. Das hatte ich auch einmal kurz die PC-Version, die ich schon hatte, angespielt. Ist auch in dem Podcast drin, wenn ihr das hören wollt. Und ich glaube, dann würde ich halt morgen ein paar Runden Foam Stars und dann Alisa auch mal ich nehme an, bei mir wird es die Xbox-Version sein, dann eben anspielen und ausprobieren. Und dann können wir entweder am Anfang oder danach dann eben dann wollte ich mir mal halt die Game 2 Reportage ansehen und vielleicht schaffe ich es auch noch mal ein paar andere Dinge zu gucken, die ich auf dem Schirm hatte. Aber ja, das wäre dann so der Plan für morgen, je nachdem, wann ich dann wieder zurückkomme. Falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, daran interessiert seid, ich habe heute einen eigenen Podcast noch gestartet, halt nur mit mir selber, wie das eben so ist. Falls ihr mich darüber reden hören wollt. Ne? Klassischer Björn redet darüber, was er gespielt hat die letzte Woche. Ich nutze das aber auch, um über so Newsbeiträge zu sprechen, zu denen ich entweder nicht komme, ein eigenes Video zu machen oder wo sich jetzt kein eigenes Video wirklich lohnt. Ne? Sei es, weil ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen habe oder weil es auch so weil es halt schwer, wo ich dann auch nicht weiß, wie vermarkte ich das als Video. So, wie baue ich das als Video auf? Wie wird da irgendwie Titel und Thumbnail und so aussehen? Weil das ist teilweise einfach eine Katastrophe. Und ne, zum Beispiel sowas wie das Tekken-Video. Das wäre halt so eine Sache, die hätte ich dann auch lieber in so einem Segment im Podcast irgendwie gemacht. Das heißt, schaut da mal gerne rein. Es ist, glaube ich, immer noch nicht, ich werde das nachher nochmal schauen, es ist, glaube ich, immer noch nicht auf Spotify verfügbar. Ich kann gerade nochmal reingucken. Ich gebe euch, obwohl ich weiß nicht, ob hier irgendwelche, glaub nicht, dass hier irgendwelche wichtigen Daten oder so sind. Nope, der Podcast ist immer noch nicht verfügbar. ist immer noch nicht bei Spotify. Ich weiß nicht warum. Auf allen anderen Plattformen, wo ich es hinterlegt habe, war es nach einer halben Stunde freigegeben. Also ich habe auch, es ist auch verbunden mit Spotify und alles, aber ja. Naja, sollte dann auch die Tage drauf sein, aber ansonsten ist überall
Ansonsten, ne, restlich zu finden, iTunes, bei Apple Podcasts ist es, Amazon Music, ich werde ihn jetzt auch noch bei YouTube hinterlegen, dass der dann in bei YouTube Music dann auch gehört werden kann. Einfach nur Speckcast, und ansonsten findet ihr das auch auf der, ich glaube, wenn man, wahrscheinlich, wenn man es einfach eingibt, oder? Dann machen wir einfach, wenn ich der Speckcast eingebe, ja. Ihr müsst einfach nur, ihr könnt es literally bei Google eingeben, dann kommt ihr hier auf den von Let's Cast die Seite, und ansonsten, ne, weil hier ist es auch verlinkt, wenn du hier drauf gehst, aber dann kommt da das gleiche Ding. Und bei Amazon Music und bei Apple ist es hier auch dann, da ist es zum Beispiel auch eingetragen, also könnt ihr es problemlos hören, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielen Dank, McFraserex und Fellyboy noch für die Abos. Ja, genau. Das sollte es dafür gewesen sein. Wie gesagt, morgen kommt dann die Review zu Silent Hill The Short Message und einen Meinungsbeitrag zu dem ganzen Xbox-Katastrophe, die aktuell stattfindet. und dann ich werde noch ein bisschen Suicide Squad weiterspielen und dann einen Ersteindruck auf jeden davon machen. Und es wird aber, ich werde das auch garantiert in der nächsten Podcast-Episode besprechen, weil ich nochmal die Tage zwischendurch dann eben auch spielen werde, separat. Also ich bin auf jeden Fall schon interessiert, die Story zu sehen davon. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich das irgendwie großartig viel spielen werde, aber das ist, glaube ich, so ein gutes Podcast. Das, weißt du, ich merke auf jeden Fall, du kannst das gut bei einem Podcast oder so einfach wegspielen und dann für die Story-Mission pausieren. Weil da bin ich halt schon dran interessiert. So das Writing in den Story-Missionen alles, das gefällt mir auf jeden Fall. Spielerisch ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber dieser komplette Open-World-Live-Service-Aspekt davon, das ist das, was dem Ganzen für mich so das Genick bricht. Und das ist sehr schade, dass es halt nur in der Form dann weiter existieren wird, ja. Naja, gut. Das soll es dann gewesen sein. Alle, die, ne, ich werde nicht irgendwie nachher nochmal live kommen für das Final Fantasy-Ding. Das schaue ich mir nicht an. Da bin ich nicht vorbereitet. Ich werde diesen Monat Remake spielen. Deswegen erwartet da auch bitte jetzt kein Video morgen oder übermorgen oder so zu irgendeiner Demo, die vielleicht gedroppt wird. Ich werde die nicht ansehen. Ich werde erstmal Remake spielen diesen Monat und dann Rebirth Ende des Monats, wenn es dementsprechend dann rauskommt, ja. Ja, stimmt, genau. Vielen Dank. Vielen Dank für den Hinweis. Vielen Dank für den Hinweis, genau. Ich wollte mal gucken, wer ist denn, ist noch irgendwer online? Kann ich mal zu Marissa rübergehen? Kann ich noch ein paar Leute rüberschicken? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Könnt ihr ihr mal einen schönen Abend wünschen? Ich glaube, spielt immer noch Baldur's Gate 3. Deswegen. Gerne einfach mal einen guten Abend wünschen und dann ein besseres Spiel sehen auch. Baldur's Gate. Alles klar, Leute. Dann ich wünsche euch noch einen guten Abend und wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Ansonsten hört den Podcast, schaut die Videos, ihr wisst Bescheid. Tschüss!